Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Ja, wir sind bald auf, dich bei irgendwelchen Streaming-Anbietern zu bedanken. Dafür muss ich mich jetzt mal bedanken. Ja. Ja. Ja, vor allem du das machst, ich überweise da jeden Monat was hin. Ich auch, aber trotzdem bin ich total happy, dass endlich jetzt alles... Ja, jetzt kann der Thorsten das auch endlich gucken. Danke, danke, danke. Lieber Herr Wow, ihm gehört ja die Firma, ist ein Familienunternehmen. Eckbert Wow, ich muss Ihnen sagen, dass Sie das hochgeladen haben. Ja, aber das ist... Sagen Sie bitte auch Sky Dumont, dem das vorher gehörte. Danke dafür. Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg. Fangen wir jetzt endlich an. Hm? Okay. Ja. Herzlich willkommen zur ja? 105. Ausgabe. Wir haben wieder einen Runden. Was? Dings. Ich warte, ich habe die Kanone hier Dings? Als einen runden Podcast. Nein, haben wir nicht. 105, 105 ist. 105 ist das Gegenteil von rund. So semi-rund. Was ist denn semi-rund? Ja, 105. 105, 110. Eine Eclipse. 115, 120, ist doch schön. Ja, ist doch mal wieder ein small Milestone from the... Aber kannst du dich, apropos rund, kannst du dich denn erinnern, in welchem Monat wir angefangen haben? Damals, 2013? Es war kalt. Die Heizung war Juli gewesen. Ich weiß es gar nicht. Juli? Aber wir sind Julo. Julo. Das war Julo. Ja. Ja, im Julo. Nee, wieso ist das wichtig? Warum? Naja, weil wir im 10. Jahr sind, von wegen rund, du Hiobai. Julo. Wenn ihr uns in Österreich zuhört und zuschaut, wir sind jetzt im Februar. Der Jänner und der Februar. Der Jänner. Ribisi ist übrigens Reis mit Erbsen. Ja, Ribisi ist Reis mit Erbsen. Ribisel sind Johannisbeeren. Schade. Ich habe jetzt leider mit meinem iPad habe ich keine Internetverbindung, weil dann könnte ich tatsächlich euch mal zeigen, wo wir überall gehört werden. Das ist total lustig. Völlig uninteressant. Nee, ich finde das total interessant. Das ist super interessant. Ich finde das super interessant. Ich weiß, wo wir gehört werden, weil ich habe die unsere Mails ausgewertet. Wir werden sogar auf den Azoren. Von Amazonen. Genau. Von Amazonen auf den Azoren. Und zwar über Amazon. Ganz genau. Ja. Mhm. Ja. Nein, aber wirklich, wir werden weltweit gehört. Überlegt, das müsst ihr euch mal wirklich... Zunge zergehen lassen. Auf der Zunge. Willkommen in der Realität. Ja, so ist es. Lieber Gary, was haben wir denn heute vor? Das ist sehr schön übrigens. Was haben wir denn heute vor? Ja, Hennes, du bist doch der Ringmaster. Du hast doch... Nee, ich will ja nur nicht, dass es wieder heißt, der Bender bestimmt, worüber wir reden, Hennes. Weil ich habe hier meine Zettel natürlich. Wir haben ja Filme vor der Brust, über die wir noch nicht sprechen durften, obwohl wir sie einen Film ja vor allen Dingen, den wir schon im Dezember sehen durften, aber aufgrund der Embargos. Wenn ich ein Fahrzeug herstellen würde, dann würde ich dann, das wäre Embargo, das wäre so ein Ford Embargo. Oh, Embargo. Weißt du, das ist ein richtig geiler Name. Der sich weigert anzuspringen. 9 Meter lang, ja, Ford Embargo. Du darfst doch nicht darüber reden, dass du das Fahrzeug hast, aber der ist super. Das darf ich leider nicht sagen. Fahren Sie Ihren Embargo da weg? Embargo wäre auch ein schöner Grieche. So, ja. Ne? Also, Embargo. Wir treffen uns beim... Im China-Restaurant Mykonos. M.Bargo. M.Bargo. Das ist der Bruder von Arnonym. Ja, das ist richtig. So. Das ist gut. Aber, also, okay, pass auf. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar möchte ich zuerst jemanden grüßen, der auch schon bei uns zu Gast war, nämlich den lieben Olli Döring, von dem ich euch auch grüßen soll. Ja. Wir grüßen euch alle. Auch. Lieber Olli Döring, der hat nämlich eine neue Serie am Start, eine Hörspielserie namens Der Vampir. Der Name ist Programm. Es geht um... Das ist auch nicht schlecht, aber so ein völliger... Unser Vampir. Pass auf. Sag mal ruhig, unser Vampir. Pass auf. Der kommt nämlich dann. Wenn ich mich irre. Ja, ja. Nee, erzähl mal. Ich mach betrunken an den Choleriker immer zwischendurch. Die Schwein! So, und dann. Super. Das macht die ganze Zeit. Oft so 4 Minuten nach dem Thema. Fablemans!
Ich finde, da sollten wir mal eine ganze Folge durchziehen. Ich glaube nicht. Nein. Nicht. So, pass auf. Auf dieser CD befinden sich mit Ewiges Leben und der Dreh die beiden ersten Folgen der neuen Serie von Oliver Döring. Für euch sehr interessant, wie viele Folgen es geben wird, denn es ist wieder eine Reihe, eine fortlaufende Serie. Es wird insgesamt 10 CDs geben, A2 Folgen, also insgesamt 20 Folgen. Natürlich gibt es das auch als Stream. Ja. Es fängt direkt an. Es fängt das sehr, sehr hart an. Es geht um Scotland Yard, die in London der Jetztzeit, also im Hier und Jetzt, auf einmal es mit Vampiren zu tun haben. Jetzt denkt man natürlich, Olli Döring, Vampire, da war doch mal was. Hey, hallo hier, hey, John Sinclair. Ja, aber das alles ist jetzt modern. Es hat mich so vom Ansatz her so ein bisschen an den Netflix-Dracula erinnert. Den ja. Ich sehr mochte übrigens. Mit Klaas Bang. Klaas Bang. Sie können Pornofilme drehen und ja. Die steigen richtig ins Business ein. Herr Bang. Und, super Typ. Und, Bad Sisters hat er mitgespielt. Auch auf jeden Fall. Und natürlich The Northman und auch. Da hat er auch mitgespielt. Bei Northman mitgespielt. Ja, genau. Das war der, die Figur des Das Claudius. War der Vater, der Bruder. Also ah. der Bruder von dem Vater. Der Bruder von also dem der Vater. Schwager. Der Bruder von. Okay. Der Bruder von Ethan Hawk. So, und das hat aber damit alles gar nichts zu tun. So, es geht um, ja, es ist eine moderne Vampirgeschichte und ob es jetzt um einen Vampir geht oder um einen, wie nennt man das, so ein Vampir-Mafia im Hintergrund. Schule. Genau, das hat mit Schule zum Glück nichts zu tun diesmal. Eine Schule Vampire. Nicht die Schule der lustigen Vampire. Nein, das ist, übrigens habt ihr diese... Paul Auster, die lustige sprechende diese, Muschel. Die Serie gesehen oder gelesen. Nee, es gab einen Film, wie hieß das denn nochmal? Ach, fuck, ich habe das alles gelesen. Darren Shan, der Vampir. Das war ja, der Zirkus. Der Zirkus. Der Zirkus genau. Der Vampire. Die ersten drei Bücher wurden gelesen von Jens Wawacek und ich habe alle gelesen. Ich fand das alles sehr gut, nur der Film war sehr albern. Ja, der war halt mit Dingenskirchen Riley. William C. Riley. William C. Riley. Und Salma Hayek und so. Das war alles so ein bisschen so kidsmäßig. Ja. Dingenskirchen Riley. So. Kennt ihn nicht. Also, aber das ist was ganz anderes. Der Vampir, eine neue Serie von Oliver Döring. Wir werden bestimmt, wir bleiben dran. Und was Hörspiele angeht, auf jeden Fall sowieso Olli Döring immer eine ein Mann. Garant für ultimative Unterhaltung und warum nicht mal hochstapeln? Ja, warum so einfach mal? Ja, weil er macht das ja selber nicht. Naja, unter Weltuntergang macht das ja nicht. Ne? Das ist End of Time und so weiter, da ist er ja schon mit dabei. Genau. Hast du eigentlich mittlerweile das Schiff gehört von Olli Döring? Nee, noch nicht. Ja, das zu musst meiner du Schande. Ja, aber ja, wirklich. Mach ich. Das Schiff ist erschienen, zwei Teile, in seiner Reihe Fantastische Geschichten und ist die moderne, die Science-Fiction-Version von das Gespensterschiff von Wilhelm Hauff. Ja, von wem denn jetzt? Wilhelm Hauff, okay. Das Märchen. Und er hat da so eine Geschichte draus gemacht, zwei Teile, das ist so eine Art, es fängt ein bisschen Guardians of the Galaxy mäßig an Okay. Und hat aber sehr viel von Alien und auch ein bisschen was von The Shining, weil sie sind ja auf einem Gespensterschiff. Und ein bisschen was von diese Drombuschs. Ist auch dabei und es ist eine der lustigsten künstlichen Intelligenzen, die ich je im Hörspiel gehört habe. So eine Art Siri, Alexa, aber sehr, sehr, sehr lustig. Ja. Also ihr werdet Spaß haben. Also man merkt, dass Oliver Döring da mal seine lustigen Muskel spielen lässt. Oder das kann er. Das, hört sich das jetzt kann er, weil Oliver ja von der Comedy kommt. Der er kommt hat ja von der angefangen Comedy. Bei, mit die 1 Live Ritter damals. Und ich hab diese CD immer noch von Oliver Döring, Best of Worst. Ja. Du schreist dich weg. American Wehrpferd. Unglaublich, wie auf der Achterbahn sich so ein Typ so ein Pferd verwandelt. Das ist alles ja nur akustisch. Ich muss sie nicht mehr ein. Ja, American Wehrpferd. Nein, ich kann doch nicht. Dann wäre so gewirrt. Warum macht sehr der lustig. Eigentlich? Das wäre echt schön, wenn der mal wieder richtig Comedy machen würde. Habe ich doch gesagt, das ist doch in dem Dings drin. Ja, ja, weil er nur halt zu einem Geschichtenerzähler geworden ist, der jetzt auch frei von dieser Sinclair-Sache auch mal was anderes machen kann. Dann kann er auch mal was Lustiges erzählen. Ja, also wie gesagt, das Worst, das war fantastisch. Ja. Das und war ganz und natürlich die John Sinclair Comedy war es auch ganz toll. Ja, ja, ne? Ja, ja. Nein, wer ist der Wo-Wolf? Ja. Wer ist der Wo-Wolf? Das ist ja so fantastisch. Sehr fantastisch. Okay, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Wo fangen wir an? Ich habe noch was mitgebracht. Lass uns das direkt am Anfang machen. Sassaniaseri. Wenn ihr diesen Podcast hört und seht, dann wisst ihr, wir haben schon mal drüber gesprochen, Sassaniaseri hat ein Buch geschrieben über Fantasy, A Lifetime Full of Fantasy. Ah, okay. Aus dem gleichen Verlag, nämlich aus dem Schüren Verlag, ist jetzt endlich sein Zombie-Buch.
Buch erschienen, eine Zombie, ja, ein Zombie ein Reader, Companion. Ein Companion. Ja, Shoot ja. Em in the Head. Und das ist, ja, ich gebe es dir einfach mal rüber. Sasa Niyaziri ist Autor und ist Online-Redakteur des und Chef der Online-Redaktion vom Rolling Stone. Und kann nicht nur sehr gut schreiben, sondern auch sehr, ja, er ist er ist aber auch ein Nerd. Und das liest sich jetzt, weil die Bücher aus dem Schüren Verlag, als ich angefangen habe, Film zu studieren, waren die Bücher aus dem Schüren Verlag waren quasi Standard. Ja. Da gab es ja Tim Burton und Lynch und Tarantino. Und die hatten aber immer so, die waren immer so ein bisschen trocken, so Georg Seeslen super, und so. Super. Und das ist wirklich so toll zum Lesen jetzt, dass auch in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Mm. Angefangen natürlich mit Romero, dann geht es auch in den italienischen Zombie-Film hier, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Oh, ja, genau. 28 Days Later, das ganze Revival, World War Z. Was Gary, was ist los mit dir? Hast du einen Schlaganfall? Das ist die Musik von Day of the Dead. Das ist dumm. Dumm. Stimmt. Ich habe es quasi das Bild vor mir, wenn du es so singst. Und auch, ja, du kennst diese Filme ja alle gar nicht. Natürlich, ne? Und natürlich Shaun of the Dead und Warm Bodies, das kommt da alles vor. Und natürlich ganz viel über... 28 Days Later, Wut macht Beine. Das war eine grandiose sehr Ergänzung zum Titel. Ja, und auch natürlich The Walking Dead wird auch sehr... Gefeatured, genau. Ja, sehr viele. Am Walking Dead kommt man ja auch nicht vorbei. Man kommt Genre an den Walking Dead schon vorbei, indem man außen rum geht. Ja, also das wäre das schon. Ja. Aber das ist, also wenn super ihr euch für Zombies und für Horrorfilme interessiert, dann ist das Buch, das ihr habe. Ich sag's jetzt einfach, das müsst ihr haben. Kostet 28 Euro, ist eine Ansage, aber der Schüren Verlag ist ein kleiner Verlag. Und es steht so viel drin, das ist wirklich wert, muss man wirklich sagen. Okay. Und gibt's auch als E-Book, aber ich mag ja feststoffliche Bücher. Auf der Meta-Ebene. Ja. Jetzt ist jetzt nur die Frage, wer von euch das jetzt mitnimmt. Wer will es denn haben von euch? Gib mir das Buch. Ich habe es doch bereits in der Hand. Das Mantra ist doch gefallen. Was sollt ihr jetzt machen? Also, ja, dann kämpfen ist oder was? Die Entscheidung wurde ja auch gefallen. Schönen ja, Gruß an Sasa Niyaziri in Berlin. Toll gemacht, ein tolles Buch. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, Sachen in die Kamera zu halten, wollen wir das eben abfrühstücken? Können wir machen. Okay, also ich möchte noch mal sagen, dass hier einer der großartigsten Komödien ist jetzt auf Blu-ray erschienen, mal wieder, glaube ich. Ich weiß nicht, aber es ist immer wieder, also da muss man echt sagen. Jetzt sag doch mal, welcher Film, Gary. Ach so, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Das war noch die Zeit, als die Deutschen so unglaublich sperrige Titel dazu erfunden haben. Die weil unglaublichen der nämlich, der Airplane. Der Airplane, ja, ganz einfach. Wie heißt genau der zweite? Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Und wie hieß Ruthless People? Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone. Unglaublich. Mit Ben Midler, was für ein Titel. Ich möchte mal, also das würde mich echt mal interessieren. So, wer dafür verwundert, wer denkt sich so eine Scheiße aus? Ja. Ich glaube, mich tritt ein Elch. Also natürlich Zucker Abrams Zucker, einer der Filme mit den meisten Punchlines, glaube ich. Ne? Ja, Leslie Nielsen ist großartig. Da hatte ich zum ersten Mal Leslie Nielsen als Komiker praktisch erlebt. Vorher nur in ernsten Rollen und meistens in Bösen. Als Kapitän der Poseidon. Ja, stimmt, genau. Auch super Film. Genau. Gene Hackman. Ja. Auch sehr gut auf Deutsch und auf Englisch. Es gibt bestimmte Gags, die auf Deutsch nicht so funktionieren. Ja, wie Also, ne? Shirley, you must be tired. Don't call me Shirley. So ein Hospital, was ist das? Ein Gebäude mit kranken Leuten drin. Oh, das ist nicht so wichtig. Ja, das ist fantastisch. Großartiger Film. Ja, gibt's auf Blu-ray und hier ist gerade ganz frisch erschienen. Pulp Fiction, das einer unserer Lieblingsfilme, dass der ganz frisch erschienen ist. Ganz frisch als 4K Ultra HD Version und mit allem Zip und Zap. Ich habe noch so eine Laserdisc, die ist so groß und so dick. Und hier ist jetzt mal alles, was jemals... So eine dicke Laserdisc. So dick. 9 cm dick. Der Karton, ich rede von dem Karton los. Ach so. Du musst, glaube ich, den Kindern, den Millennials, mal erklären, was eine Laserdisc ist. Ja, Laserdisc, die habe ich mir angeschafft, ich glaube, 5 Minuten bevor DVDs dann auf den Markt kamen. Weißt du, da gab es in Essen diesen tollen Laden. Und die hatten wirklich eine riesen... und ich glaube, meine erste Laserdisc war 7, David Fincher. Und da war auch zum ersten Mal ein Audiokommentar drin. Und ich habe so gedacht, oh, das ist ja toll, dass der Regisseur mir jetzt was erzählt. Da habe ich mich aufs Sofa gelegt und habe so gehört. Und mit einmal habe ich so gecheckt, Moment mal, der bezieht
bezieht sich ja da auf Sachen, die ich eigentlich... Und dann habe ich erstmal begriffen, der erzählt, während ich den Film gucke. Und das fand ich großartig. Aber du hast den Film doch vorher gesehen. Ich kannte den Film natürlich, aber die Laserdisc-Box ist super und hast da du war auch ganz ein, viel... Ich habe den kann tatsächlich. Hast du denn auch noch einen Laserdisc-Player? Ja, habe ich noch. Weil das ist ja immer so ein bisschen so die Frage, wenn ich jetzt Leuten irgendwelche Hörspiel-CDs gebe, hört ihr das mal an, dann sagen ganz viele Leute, ja, wo soll ich die denn hören? Ja, auf dem CD-Player. Ja, ich habe keinen mehr. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, aber wie hörst du denn dann CDs? Was machen die Leute mit ihren ganzen CDs? Die hören alles nur noch, sehen alles nur noch und hören alles nur noch online. Ja, dir gehört halt auch nichts mehr. Die gehört nichts mehr und wenn das Internet... Das ist bitter. Das Schöne ist aber, dass Depeche Mode eine neue Single rausgebracht haben, die gute ist. Habe ich heute gehört, ja. Das war nur ein bisschen problematisch mit ihrem Countdown. Da haben sich viele Leute drüber geärgert. Ja. Die haben einen Countdown gemacht, der dann den Countdown gestartet hat. Also das war so ein bisschen... hätte auch von Sucker Abraham Zucker sein können. Aber ja, Ambulance, mache ich gerne Ambulance. Für euch. Warte mal, ganz kurz noch über Pulp Fiction. Ist da jetzt noch was Neues drauf? Also es ist im Steelbook erschienen. Im Steelbook, Ultra HD und ich weiß jetzt nicht, ob da noch, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch Bonusmaterial noch mehr ist, weil das hatte ja schon jede Menge. Das da steht es übrigens drauf. Eben, genau. Weil, da sind zwei Discs drin. Ja, sehr schön. Ich mag ja Steelbooks. Ja. Und wie gesagt, wenn das Internet mal kaputt sein sollte oder irgendwie der Server abbricht, dann kannst du keine Filme mehr gucken, keine Musik mehr hören. Deswegen ist es schön, wenn man das zu Hause im Schrank hat. Möchtest du was zu Ambulance sagen? Ja, wo haben wir den denn her? Haben wir den geschenkt gekriegt oder so? Nein, den habe ich mir gekauft. Ach so, schön. Eine unglaubliche Wichse. Der typische Michael Bay-Schmutz. Am Schnitt sitzt ein Epileptiker. Es gibt keine feststehende Handlung. Alles wird kaputt gefahren, spielt im Krankenwagen. Die ganze Synopsis ist für Verhaltensgestörte. Der ganze Film ist eine einzige hektische Zeitverschwendung, die eigentlich nur aus Patronenhülsen und Rumschreierei besteht. Und zum Schluss denkst du dir, gut, dass vorbei ist, der Scheißdreck. Also mir hat er super gefallen. Oh. Ich fand ihn großartig. Könnt ihr das mal bitte? Einfach, weil der, weil ich mochte das Tempo tatsächlich und ich mochte auch, dass der in vieler Hinsicht so ein bisschen untypisch Michael Bay-mäßig war. Was war der? Untypisch Michael Bay? Zum Beispiel, Transformer drin, aber man sollte das eigentlich, das sollte man nicht als Alleinstellungsmerkmal jetzt anführen. Aber zum Beispiel, dass die Hauptprotagonistin mal nicht sexualisiert wurde, das fand ich jetzt schon... Das ist für Michael Bay schon ein großer Schritt. Das ist ein großer Schritt. Ja, dann wollen wir uns bei Michael Bay bedanken. Danke an Michael Bay für die ganze MeToo-Geschichte. Wenn ich mich auf Michael Bay-Film einlasse, dann erwarte ich gewisse Sachen und die habe ich bekommen. Ich habe großartige, wirklich, also so kreativ wurde noch nie eine Drohne wirklich benutzt und die wirklich direkt im Geschehen ist und unter den Autos und sowas alles. Also wenn man Speed mochte, dann wird man an dem Film auch viel Spaß haben. Die Handlung ist natürlich, ja, da gebe ich dir recht. Ich halte Michael Bay für einen schwerkranken Mann, würde gerne mal mit seinem Arzt sprechen oder anders gesagt, ich würde gerne sitten at the dock of the bay. Das wäre wirklich etwas, was ich gerne mache. Einer meiner Lieblings-YouTuber, der immer so Video-Essays über Filme macht, der hat ja herausgefunden oder beziehungsweise für sich die Theorie erstellt, dass Michael Bay Menschenhasser ist. Ja, tatsächlich. Wie hieß der Film hier auf Netflix, dieser vier Stunden? Mit Ryan Reynolds und sein Hass muss nur noch größer sein bei einer Szene, je länger als 5 Sekunden, das muss ihn auch kaputt machen. Ja. Aber ich fand den toll. Wann fing Michael Bay an, uns auf den Nerv zu gehen? Wir fanden Michael Bay ja eine Zeit lang gut. Armageddon? Armageddon fanden wir natürlich gut. Was fanden wir noch gut? Ich mag diese Geschichte. Bad Boys. Ich mag die Geschichte, wie Ben Affleck hinging zu ihm und sagte, hör mal, ich meine, ist ja gut, wenn du Bauarbeiter los und denen beibringst, ins All zu fliegen, damit die ein Loch bohren und so einen Planeten sprengen. Aber wäre das nicht besser, man würde Astronauten ausbilden, dass die so eine Bohrmaschine bedienen? Und Michael Bay hat gesagt, halt die Fresse. Und dann haben sie weiter. Ja, vor allen Dingen, das hat ja Deep Impact gemacht. Ja. Das kam ja auch, da waren ja auch zwei doofe ein Gedanke. Oder Great Minds Think Alike. Was war denn noch Michael Bay? Der erste Transformers? Ja, überhaupt Transformers. Ne? Nein, wir reden. Lass uns mal bitte beim ersten Transformers bleiben. Der erste Transformers, den fand ich. War ich doch überrascht, wie gut der viel Spaß mir der gemacht hat. Ja. Danach kackten die Transformers-Filme komplett ab für mich. Bis zu Bumblebee. Ja. Ja, und Bumblebee fand ich dann wieder gut. Da hatte Michael Bay auch, glaube ich, nur
Producer-Credits gehabt. Mhm. Ansonsten, was hat Michael Bay denn sonst noch verbrochen? Pearl Harbor? Bad Boys, das hat er verbrochen auf jeden Fall. Also wenn die Japaner das nicht gemacht hätten. Bad Boys 1 und 2 und jetzt demnächst auch 3. Ja. Und ja, er hat halt so eine ganz eigene Ästhetik. Ja, muss man sich drauf einlassen. Die in den 90er Jahren stecken geblieben ist. Ist das noch Ästhetik? Ja, das ist seine Ästhetik. Das ist sein als ja, Künstler. Aber Thorsten hinaus will, kann man das doch, Ästhetik nennen? Es ist doch wie mit einem aufgemotzten Golf vom Lidl stehen um 22 Uhr. Die Ästhetik ist ja. Das ist, wenn du das so sagen Michael willst. Bay auf den Punkt gebracht. Aber ich meine, meine Güte, nee, das ist doch... Michael Bay ist der Baggersee-Assi unter den Filmproduzenten. Ja. Das will ich so nicht sagen. Also ich muss ja sagen, also wir sind ja hier angetreten, wir reden hier über Filme und wir zelebrieren das ja auch als Medium. Ja. So, und ich kann als Fan, kann ich das absolut akzeptieren oder finde ich das auch gut, dass es da gewisse Bandbreiten gibt, verstehst du? Und du wirst von mir nie hören. Das war ja wohl der letzte Scheiß, das ist ja wohl der letzte Dreck. Das wirst du von mir auch nie hören. Weil ich finde das, ich finde das arrogant. Ich pass auf, das, Gary. Jetzt stehe ich wieder wie ein Dödel. Nein. Ich finde das gut, dass es so gibt. Ich fände es scheiße, wenn alle Filme so aussehen würden wie Michael Bay-Filme. Fände ich scheiße. Schindlers Liste. Ja, der letzte, aber wenn der aussehen würde... Dem hätte so ein bisschen Verfolgungsjagd gut getan. Verstehst du das? Aber Gary, ich finde das gut, dass wir hier was zelebrieren, was wirklich eine riesen Bandbreite ja, hat. Ja, aber Gary, ich bin da auch... Ich bin, jetzt pass auf, ich bin ganz bei dir. Aber wir sind ja nicht hier bei Markus Lanz. Wie? Ja, so. Und es geht schon auch darum, ein bisschen kontrovers zu sein. Und man muss nicht alles, was man zelebriert, man hat auch das Recht, was zu kritisieren. Ja, natürlich. Und ich weiß, dass viele, jetzt zum Beispiel unsere letzte Avatar-Diskussion, unseren Streit, nicht gut fanden. Viele fanden es aber auch deswegen gut, weil wir uns mal auch mal gestritten haben über etwas. Ja, man kann sagen, okay, pass auf, Michael Bay macht die und die Filme. Aber es gibt bestimmte Kritikpunkte, wie zum Beispiel dieses Menschenverachtende und das Frauenbild, was bei ihm vorkommt. Ja, ja. Darüber muss man mal reden. Darüber muss man reden? Nein. Ich sage ja gar nicht, dass man über den Künstler nicht reden darf. Und ich sage ja auch gar nicht, dass man nicht auch kontrovers über den reden darf. Aber trotzdem finde ich gut, dass es halt so eine Riesenpalette an Filmen gibt, verstehst du? Ich finde gut, dass es so einen Film gibt wie Ambulance, finde es aber gleichzeitig auch gut, dass es so einen Film gibt wie The Banshees of Inisherin. Ja, aber das ist, du kannst klar. Orangen mit Äpfeln nicht vergleichen, Gary. Das ist Orangen kann man gut gar mit nichts. Äpfeln vergleichen, das ist beides Obst. Mal auf, du Obst, kannst ja. halt Orangen nicht mit dem Stuhlbein pass mal auf, du gehst doch auch nicht ins Louvre und sagst irgendwie, was ist das denn für ein Scheiß da? Doch. Monet, Wichse, ja. Sonnenhals. Monet ist, also Manet ja. gerne, ja. aber Monet nicht. Ja, okay, das. Dann... Genau. Falsch betonte Lied von Gary, aber ich kenne das. Gary, Monet. Ja. Aber Gary, wirklich, wenn wir bei Michael Bay sind, dann müssen wir über Actionfilme reden und dann müssen wir über McQuarrie reden hier, McQuarrie und so weiter. Ja. Aber McQuarrie ist doch zu 100% ein Tom Cruise Muppet. Der macht doch gar nichts anderes, ne? Der macht, glaube ich, nie wieder was anderes. Der macht nie wieder was anderes. Der wird auf etwa 7 Jahre Produktion eingebunden für Mission Impossible. Und der macht gar nichts anderes, der McQuarrie. Ja, okay. Naja, aber was mich macht, wirklich bei Michael Bay wirklich interessiert, wann ist dieser Mann... Gegensatz zu McFlurry, da hatte ich gestern noch einen. Das erklärt vieles, ja, aber nicht alles. Das erklärt tatsächlich vieles. Aber wann ist Michael Bay falsch abgebogen, Gary? Wann ist das passiert? Der ist gar nicht abgebogen. Der ist gar nicht abgebogen, das ist nämlich das Problem. Abgebogen. Der ist nämlich draufgeblieben. Reden wir mal von nicht abbiegen. Wie heißt er? Fast X, Fast 10, der Trailer, beziehungsweise der Teaser-Trailer. Fast 10, Fast and the Furious Teil 10. Ich habe noch keinen einzigen Teil davon gesehen. Fast and the Furious? Noch nie. Wirklich? Echt? Nein. Wow. Okay. Selbst ich habe mal reingeguckt. Ja, aber was ist reingucken? Also ich meine, ich bin ein großer Vin Diesel-Fan. Ich bin Vin Diesel-Fan. Naja, wir mögen aber Vin Diesel ganze, natürlich auch. Dieses ganze, die Familie, Kikeriki, immer irgendwelche, was wollen sie denn? Was möchten sie denn? Autos fahren, Autos durch Häuser auch, fahren. Auch da muss ich sagen, meine Güte, nee. Fuck it. Verstehst du, manchmal mag ich einfach einen Fast and the Furious-Film. Ich mag nicht alle, aber manchmal mag ich das einfach. Verstehst du? Und vielleicht bin ich da... Weißt du, vielleicht habe ich einfach, ich sehe so die künstlerische Vision dahinter und ich habe da großen Respekt vor. Und manchmal mag ich halt einfach
ein Fast and the Furious-Film. Genauso wie ich manchmal mir diesen Film angucke. Oder Pulp Fiction oder was auch immer. Kann es sein, dass du zu lange schon bei Cobra 11 warst, dass dich das so geprägt hat? Weil wir reden jetzt auch so von Autofahrfilmen und von weiß nicht. Nein, ich bin noch niemals ein großer Fan von Autofahrfilmen. Da würde ich sogar Blues Brothers ist für mich da, würde ich sogar noch als erstes anführen. Ja. Aber ich finde es einfach gut, dass das ein Medium ist, weißt du, wo es alles gibt. Wo es kleine Filme gibt, wo ja, es große klar, Filme da gibt. Man nicht, natürlich. Aber das ist wie beim muss man ja auch am persönlichen Geschmack rechnen. Man muss ja natürlich. Und ich sage ja auch gar nicht, sind die besten Filme der Welt. Nein, das könnte ja, könnt ja sein, aber dass die besten Filme der Welt sind. Ich habe nur noch keinen gesehen. Aber wir reden doch hier zu 90% in diesem Podcast über Eskapismus, über Filme. Die purer Eskapismus sind. Wir reden mit einer solchen Begeisterung über Kong Skull Island, ja, klar, als wenn es das Geilste ist. Ja, 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 ne? Du hast recht. Ja, aber so. es gibt Eskapismus. War aber auch geil. Und es gibt Eskapismus. Ja, eben. Ja, du hast recht. Es gibt auch guten Eskapismus. Wir haben eine Neigung zu speziellem Schrott. Das ist einfach der Punkt. Ja, jeder hat die Neigung zu speziellem Schrott. Ich finde, ganz genau, und ich finde, jeder Schrott, das wissen wir seit dem Tim Burton-Film, sag doch mal, mit Johnny Depp. Sag doch mal. Welcher Ed Wood. Johnny? Der sind 8 Filme. Ja, okay. Seit Ed Wood wissen wir, dass es gibt nicht wirklich schlechte Filme. Es gibt nur ungünstige Produktionsbedingungen und falsch angesetzte Maßstäbe und Parameter. Ja. Und aber dann hast du auch kein Geld. Wie gesagt, also bei mir ist das, Kostüm. Und es ist ein bisschen seltsam. Warum hat er in Schwarz-Weiß gedreht? Das macht mich. Ja, komm, Ed Wood. Er hätte auch in Farbe nicht funktioniert. Nee. Ed Wood hätte in Farbe null funktioniert. Ist einer der. Ich hätte diesen Angora-Pullover gerne in Farbe. Ja, okay, den hätte man vielleicht nachträglich. Aber den kannst du dir ja dann vorstellen. Ach so, so geht das. Vorstellen. Kommen wir mal von Ed Wood auf The Fablemans, weil das sind durchaus zwei Filme, den kannst du auch noch nicht, weil der läuft ja noch nicht. Das sind auf jeden Fall zwei Filme, die quasi ähnlich sind. Was, jetzt Fast and the Furious und Fablemans? Ja, ich habe gerade von Ed Wood, wir waren jetzt gerade bei Ed Wood. Ja, ja, ich habe schon einen Sprung nach vorne gewagt. Ja. So, es geht ums Filmemachen. Und Gerry und ich haben The Fablemans gesehen im Dezember. Kann man zwar noch gar nicht, weil läuft er nicht im Kino. Er läuft jetzt noch nicht im Kino, er läuft bald im Kino. Aber wir durften über The Fablemans noch nicht reden, weil Spielberg ja zur Berlinale kommen soll. Da gibt es eine Spielberg-Retrospektive. Ja. So, und deswegen sollte der Film noch nicht besprochen werden, obwohl in Amerika ihn schon jeder gesehen hat und es ist schon, alles ist schon irgendwie raus. Ist das ein großer Erfolg? Nein. Und das hat auch einen Grund, warum dieser Film nicht so erfolgreich ist. Und das ist auch gar nicht schlimm. Nee, weil es ist ein kleiner Film. Es ist ein persönlicher Film. Es ist auch nicht sein bester Film. Und ich sag mal so, die Prämisse dieses Films, einen Film über sich selber, also einen autobiografischen Film zu drehen und den aber so zu verklären mit einer anderen Familie, ist so ein bisschen strange. Also es ist ja, ich meine, jeder Steven Spielberg-Film ist extrem persönlich. Aber nicht so, Gary. Das ist sein Leben. Ist das so persönlich? Ja. Es vergeht. Kommt das in Fablemans vor, wie E.T. bei ihm zu Hause landet? Nein, ja, aber verstecken. Aber es geht E.T., aber es geht in. Worum geht es in E.T.? Entschuldigung. Was ist das Thema? Und jetzt sag nicht E.T. Nee, ich bewahre fremde Lebensformen nicht im Haus auf. Nein. Sonst, also, das Thema von. Warte, achte ein bisschen auf dein Mountainbike. Nein, das sind ja andere Fahrräder. Das sind ja sogenannte BMX-Räder. Genau. BMX-Räder. Was ist das Thema? Das Thema bei Familie. Ja. Es ist eine zerbrochene Familie. Es ist im Falle von E.T. ganz bestimmt. Aber die kommt ja dann später mit Gütersloh als Raumschiff und holt ihn. Ich glaube, es war Wuppertal. Ja, das war komplett Wuppertal. Da war Elberfeld, konntest du von unten noch erkennen. Und Kronenberg hing unten dran. David Kronenberg. Ja. Seine Familie, Elliots Familie, ist eine zerbrochene Familie, weil der Vater ist... Elliot ist der grüne Drache, wovon labert ihr jetzt? Gary, du wolltest mir auch erklären, dass Avatar ein Familienfilm ist. Das ist vielleicht das Grundthema. Aber wir haben uns direkt nach dem Film auch nicht so sehr gestritten, aber auch gestritten. Ich finde, das ist ein Film, ein autobiografischer Film. Da geht es aber vor allen Dingen darum, wie du das Medium Film entdeckst und wie wichtig das ist für dich. Naja, es geht um Inspiration. Was bringt dich als Künstler dazu,
dann diesen Weg einzuschlagen? Und in welchem Zusammenhang steht das mit dir und deiner Familie? Ja. Also es ist, ich habe bei Amazon kann man die leihen, eine großartige, über 2 Stunden lange Dokumentation über Steven Spielberg. Und da erzählt er ganz viel. Ja. Aus seiner Kindheit, also diese Motive, als Fan kannte ich diese Motive alle, sogar das Motiv mit dem Affen. Also das mit dem, dass die Mutter sich irgendwann gesagt hat, ach guck mal, der Affe sieht traurig aus, den nehme ich jetzt mit nach Hause. Und dann hatten die einen kleinen... Ist ein bisschen irritierend, wenn man den Film gar nicht gesehen hat. Ja, aber ist egal. Auf jeden Fall, und meine Lieblingsstelle ist tatsächlich, in der Dokumentation werden dann die Eltern werden tatsächlich interviewt, die sind mittlerweile ja beide verstorben. Und die Mutter erzählt die Episode mit dem Affen und dann wartest du auf den Gegenschnitt, auf den Vater und du denkst, der sagt jetzt irgendwas, und I like the monkey. Und ich fand das so großartig. Weil, ja, du bist aber auch ein Spielberg-Fan und kennst diese ganzen Momente. Ja. Ja. Warum ich kenne nicht mal den Film. Warum ist dieser Film denn jetzt so verklärt als The Fablemans und nicht direkt als The Spielbergs? Naja, ich denke, weil er schon irgendwie... erstens mal wäre das extrem anmaßend gewesen. Aber es ist seine Jugend. Es ist seine Jugend. Aber sie mussten natürlich aus dramaturgischen Gründen, haben sie garantiert hier und da ein bisschen was geschoben und so. Und das, ich finde die Frage jetzt... Nein, es unerheblich. Ist, naja, ich finde es ja seltsam, wenn du ihn jetzt vergleichst mit einem Film wie Ed Wood, wo es ja auch um Inspiration geht, oder mit The Room, oder mit hier The Disaster Artist. Das sind andere Filme, aber es sind trotzdem ich auch... Ich mochte Disaster Artist. Ich meine, ich mag den Film The Room, aber ich mochte auch, was Kollege Franco daraus gemacht hat. Tatsächlich. Genau, das sind Filme, die man durchaus vergleichen kann. Wie ordnen wir denn jetzt The Fablemans ein im Oeuvre von Spielberg? Ist das jetzt ein Alterswerk? Ist es der Film, den er jetzt machen musste? Ja, ich glaube, das ist ein Film, den fügt er seinem Portfolio hinzu. Genau. Während er sich die Cargohose stramm zieht, um nochmal richtig brutal was rauszuwenden. Also nochmal. Steven Spielberg ist ein Filmemacher, der von jeher ein Picture Maker, der von jeher seine persönlichen Einflüsse in den Film verarbeitet hat. Aber zum Beispiel auch bei Unheimliche Begegnung mit der dritten Art. Das ist zum Beispiel. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Ich habe nie verstanden, was die von mir wollten. Ich habe den ja damals gesehen im Kino, als ich klein war, und ich dachte, langweilig. Ja, habe ich auch gedacht. Und dann habe ich den 15 Jahre später gesehen und dachte, ach so, ja, das ist ja cool. Industrial Light and Magic, guck mal an. Bahnschranke, UFO. Hast du denn als offizieller Spielberg-Doppelgänger wirklich jeden Film, er hat es ja selber gesagt, hast du wirklich jeden Spielberg-Film gesehen? Mir fehlt Lincoln tatsächlich. Lincoln, hast du The Post gesehen? Ja. Hast du gesehen, was hat er denn noch gemacht? Bridge of Spies. Ah nee, der fehlt mir auch noch. Bridge of Spies ist ganz toll. Ja, ja, es gibt nämlich so ein paar Spielberg-Filme, die so ein bisschen untergegangen sind. Er ist jetzt einfach in der genialen Situation, dass er jetzt machen kann, was er will. Ich meine, okay, das kann er schon lange, aber wo ihm jetzt auch wahrscheinlich sehr egal ist, ob der Film jetzt ein Fablemans ein Erfolg war oder nicht. Niemals. Aber, doch, ich glaube, dass das keinen juckt, wirklich. Das Studio juckt das nicht und denen war das klar, dass das ein sehr persönlicher Film ist. Und, er bekommt die Anerkennung, die er verdient. Und als wir den Film sahen, und es gibt zwei Cameos, also zwei Gastauftritte. Bei dem ersten haben wir gesagt, Oscar. Sofort, ja, Oscar. Ja, Judd Hirsch. Das kann man jetzt schon sagen. Judd Hirsch tritt auf und liefert und zerstört. Also ist wirklich jede Millisekunde seiner Screentime ist göttlich. Er macht wirklich das, also er macht ein unglaubliches Fass auf, ohne dass jetzt, ich sag das jetzt, also ob das jetzt übertrieben wäre, aber diese Rolle, die er ausführt, die ist so wichtig auch und so toll. Ich habe gesagt, Oscar. Und er ist tatsächlich auch nominiert für die beste Nebenrolle. Den anderen Cameo, wo viele jetzt auch schon wissen, dass er auftritt, den sagen wir jetzt mal nicht, weil wir wollen nicht diejenigen sein, die das spoilern. Wir sagen es dir nachher. Okay. Ich wusste es nicht, ich saß im Kino neben dir und sagte, das passiert jetzt nicht gerade. Ja, und es ist passiert. Ja. Und im Nachhinein kann ich mir niemand anderen vorstellen für diese Rolle. Genau. Ich finde ihn sehr sehenswert. Ja, der ist absolut sehenswert. Also wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, wie ein Künstler zu dem geworden ist, was er ist,
dann, ja, dann ist das... Und mal wieder Seth Rogen in einer ganz anderen Rolle. Der Mann kann wirklich sehr viel mehr, als wir ihm jemals zugetraut hätten. Ein Film, der nicht so sehenswert ist, ist Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ja. Ist er sehenswert oder... Wir sind wieder bei dieser Avatar-Geschichte. Ich habe mich nicht gelangweilt währenddessen. Ich war aber auch nicht vom Hocker gerissen. Ja, Wie hast du das denn gesehen? Also ich hatte befürchtet, dass dieser Film genau so wird, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und er ist dann tatsächlich auch genauso geworden, weil ich wusste, der spielt dann wirklich nur in diesem Quantum-Dingskirchen da. Weil der Charme für mich bei Ant-Man war ja immer, dass der Charme. Ja, oder das Besondere, oder das Alleinstellungsmerkmal. Warum guckst du jetzt dauernd zu Thorsten? Nee, weil ich dachte, wartest du darauf, dass er... Guckst du mir, nee, mach ruhig. Nee, ich dachte, jetzt kommt was. Ja, ja, weil du Charme gesagt hast. Deswegen. Ja, eben. Der Charme. Vielleicht nimmt der Thorsten sich jetzt mal so ein bisschen zurück. Obwohl, Brauer gar nicht. Nein. Nein, aber wie gesagt, also ich mag Paul Rudd, wir alle mögen Paul Rudd. Alle mögen Paul Rudd. Genau, aber da geht das alles so ein bisschen unter in dieser merkwürdigen Mini-Welt und mit einem Bösewicht, der so, wenigstens in dem Teil, ich will ja zugestehen, dass sich die Motivation von dem Bösewicht, dass sie sich jetzt noch entwickelt. Und das ist auch sehr, ich finde das ja sehr interessant, dass irgendwann Fernsehserien angefangen haben, sich ganz viel von Filmen abzugucken. Sopranos und so, ne? Das war ja so der Einstieg in Quality TV und oder Twin Peaks eigentlich, wenn man so will. Aber, und jetzt irgendwann die Filme damit angefangen haben, sich jetzt wieder ganz viel vom Fernsehen abzugucken, nämlich dieses Episodische. Und wir müssen natürlich jetzt warten, bis der nächste Ant-Man kommt oder bis irgendeine andere Marvel-Produktion kommt, wo das dann die Motivation schlau dieses neuen... beobachtet. Ich weiß, das ist ein alter Hut. Nein, ich wusste das nicht. Ich finde, das ist schlau beobachtet. Nein. Das war jetzt nicht ironisch gemeint. Habe ich nie drüber nachgedacht. Und die Pausen dazwischen. Ne? Jetzt, weil ich fand diesen Bösewicht, ich fand den so langweilig. Jonathan Majors als... ich finde den Schauspieler klasse. Als Kang, ja, der ja schon bei Loki... Lovecraft Country und Creed. Creed 3 jetzt, ne? Ah ja, okay. Da spielt er auch mit. Auch wieder ein Antagonist. Mhm. Aber dem Film fehlt etwas. Also erstmal natürlich Paul Rudd ist toll, Michelle Pfeiffer ist klasse. Ja, der Auftritt von Bill Murray, sorry. Ja. Also es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht immer, wenn du Bill Murray. Nein, es funktioniert nicht immer. Zombieland. Ja, absolut. Aber weißt du, was diesem Film fehlt? Was Ant-Man? Herz. Ihm fehlt Herz, aber ihm fehlt auch Michael Pena. Michael Pena war nämlich derjenige, der in den anderen Ant-Man-Filmen... Heißt er nicht Peña? Michael Peña. Ach so, Peña. Ja, der Comic Relief. Und auch wieder der Bezug zur Realität. Dadurch, dass das Ganze bis auf den Anfang und den Schluss in diesem Quantenuniversum spielt, ja, wo es überall nach Käsefüßen riecht, ist es einfach, du hast keinen Bezug zur Realität. Ja, es wird nicht, es wird, und das ist das, was das ich ja bei Avatar halt auch bemängelt habe. Dass ich nicht wirklich, dass ich in so eine Welt entführt werde, ich aber keinen Bezug zu ihr finden kann, weil ich die Basis, die Grundlage vermisse. Und das ist... Okay, das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, der Vergleich. Nee, müssen wir jetzt auch nicht hier wieder... Nein. Wir müssen jetzt hier, ich will jetzt auch nicht der Anwalt von Avatar sein. Wenn du den doch, Film... Doch. Sei der Anwalt von Avatar. Wenn du den Film nicht magst, dann ist das ja gut. Dann kannst du ja, jeder, nein, wie das, gesagt, jeder hat seine aber Meinung. Aber das Problem, was ich mit Avatar habe, habe ich auch mit Quantumania. Das will ich sagen damit. Okay. Das ist ein Film, der für mich so freigestellt ist und alles ist so CGI und alles ist Greenscreen. Style over Content. Ja, und er hat tolle Momente. Die ganzen Aliens, die da auftreten, sind alle toll. Die sehen alle super aus. Von wem reden wir jetzt? Wir reden von Quantumania. Ach so. Also die man so... Für Aliens. Ja, also die Aliens, die da... Ich überlege jetzt auch gerade. Ich denke, das ist so ein Staubsaugerbeutel-Move auf subatomarer Ebene. Ne? Das wär geil. Verstehst du? Das wäre ja, geil. Ich müsste in so einem Kobold-Staubsaugerbeutel spielen. Das ist deren Universum. Ja, das und wie geil war die Szene im ersten Ant-Man im Koffer? Ja, und dann kommt ihr... Ja, eben. Und der Thanos ist quasi einfach nur so ein halber Flips, so ein Erdnussflips. Ja, genau. Das wäre richtig geil. Ja, genau. Und da hat der Henus hundertprozentig recht. Dieser Diskrepanz, oder dieser Unterschied, der fehlt halt einfach. Das, was Ant-Man ausmacht, nämlich mal bin ich groß, mal bin ich klein. Ja. Das geht total flöten, weil wir sehen ihn in einer Welt, wo er einfach normal groß ist. Ja. Und dann kommt ja dann eine Szene, wo ich denke, das ist jetzt die Lösung, dass er sich einfach
groß macht, dass hätte er da nicht eher drauf kommen können? Ein bisschen können? Wenig. Ja, ja, es ist, naja. Das ist eben der Charme von Ant-Man war am Anfang dieses, als er auf Ameisen rumritt und so, ja, im ersten Ding. Genau. Und natürlich auch das mit diesem Tieflader, den er als Skateboard benutzt. Das war auch Knie, geil. Das war fantastisch. Ja, ja, eben. Also wenn, das fehlt jetzt alles. Auch mehr. Wenn, ist denn Dr. Gordon Pym, ist der auch wieder dabei? Ja, der ist dabei. Auch dabei. Ist auch sind dabei. Alle dabei. Ja, sind alle und, dabei. Wenn ihr den Film trotzdem sehen wollt, dann guckt ihn euch bitte in 3D an, weil das ist, glaube ich, wirklich für 3D stark. Ist das gemacht, sehr, sehr stark gemacht. Aber nichts rauchen vorher oder trinken. Weil oder doch. Das geht ja in die Hose. Dann oder gerade dann. Ja, genau. Reden wir mal bitte über die letzten Folgen von Last of Us. Ja. Danke, Gary, dieser Stelle, dass du darauf insistiert hast, dass ich doch weiter gucke und vor allen Dingen die dritte Folge. Ja, die dritte Folge. Vor der reden wir über die dritte Folge. Ich habe sie gestern Abend gesehen. Vor der ich Angst hatte. Aber, so. Mein Gott. Ja. Mein Gott. Ja. Pass auf, das geht ja so. Jetzt habe ich ungefähr verstanden, wie sie da rangehen. Ich habe die vierte dann auch geguckt. Es ist einfach so, dass sie anfangen, dir das wirklich buchstabengetreu aus dem Spiel, um dich in den Arm zu nehmen und dich die Straße runterzuführen im Dunkeln, nehmen die dich, wie ich schon sagte, kannst Controller weglegen, guck. Fantastisch. Dann hast du die dritte Folge. Ich lese mir dann natürlich den Text vor. Erst bei Wow steht dann da, bisher ein mysteriöser Fremder in sein Leben. Und ich denke mir, perfide. Irgendeine Drecksau hebelt das jetzt aus. Und was wir sehen, kann man überhaupt drüber reden? Ja, die Leute gucken das doch. Ich glaube, wir können... Das ist jetzt so ein bisschen spoilermäßig, aber... Na, was heißt spoilermäßig? Das ist halt ein klassische Redneck und Prepper, der die Welt hasst und sich in so einem Dorf einrichtet und das abriegelt und versucht... Und der es auch toll findet, dass sie alle weg sind. Es stört ihn zumindest nicht. Ja, ne? Ja. Der aber immer noch, der sich Essen kocht, ein bisschen unglaubwürdig, auch mit dem Strom und so, aber das läuft eigentlich. Und der sich in so einem Bilderbuch-Mittelwesten-Dorf mit Holzkirche einrichtet. Und auch für Zombies, also für die Infizierten ausgeklügelte Fallen sich ausgedacht hat, die sehr gut sind. Und dann kommt irgendwann fängt da ein Mann, der auf dem Weg war, auch nach Boston. Der in einer seiner Fallen, also nominell, Gott sei Dank, nicht in diese Friss meine Schrotpatrone, sondern in so eine Grubenfalle reinfällt, sonst wäre es eine sehr kurze Folge geworden. Und dann, das ist auch 2003, nach Beginn dieser Scheiße. Und dann stellen wir beiden fest, dass das, du hast die ersten 20 Minuten, wo du dich kennenlernst, extremes Unwohlsein, was mit den Leuten los ist. Also nicht, was mit den Leuten los ist, sondern was mit dem los ist, den er in der Grube gefunden hat. Mhm. Ich ahnte immer Arges, aber die beiden werden ein Liebespaar. So möchte ich bitte, dass mir das also auch als heterosexueller Mann vermittelt wird. Das fand ich nämlich alles wunderschön. Absolut, ja. Absolut schön. Und ich habe am Ende bitterlich geweint, ehrlich gesagt. Ja. Unser echt, ey, ich habe da gesessen und habe da so ein bisschen geweint. Und mich hat fast gestört, dass die zum Schluss angeschissen kam, um den Wagen zu holen und umzuladen und so weiter. Ja, das war schon, es war wirklich sehr, sehr romantisch. Und es ist ja, auch das ist jetzt wieder ein Unterschied zu dem Spiel. Weil im Spiel taucht die Figur des Frank auf, aber sie wird nur erwähnt. Und wir finden ihn, also als Spieler finden wir ihn, da hat er sich erhängt. Ja, aber das ist Chance der Serie. Ja. Und das, was die Serie richtig macht, ist, uns einen Moment aus der Zeit herauszunehmen und uns die 20 Jahre anderer Menschen abzubilden. Mhm. Ja, das finde ich auch genial. Und diese 20 Jahre anderer Menschen abzubilden, nämlich ausnahmsweise mal konfliktfrei. Und die uns zeigen, dass inmitten des kompletten Schreckens es Hoffnung gibt auf Liebe und eine Art normales Leben und Zugeneigtheit. Ja. Dass man dann selbstbestimmt beendet, was dann auch noch wieder irgendwie romantisch ist, vielleicht doch nicht der richtige Begriff. Und dann hast du als Rahmen auch zwischendurch, wie Joel vorbeikommt, so dieses über Funk. Spätestens da habe ich gedacht, oh, jetzt kippt die Scheiße. Jetzt holt er seine ganzen Assi-Freunde ins Dorf und er ist gar nicht schwul. Nein, es ist eine schöne Liebesgeschichte. Und die habe ich mir angeguckt und habe die sehr genossen. Und habe zum Schluss wirklich geweint, meine Güte. Ja, es war sehr, sehr ergreifend. Und da schmiert die vierte Folge dann auch ein bisschen ab. So. Die vierte Folge, ich habe das Spiel ja nicht gespielt. Aber ich glaube, die vierte Folge ist eher so Business as usual. Wir kommen schon rein nach Atlanta und wir müssen nachher durch diesen, wegen dem Spiel, auch durch diesen ultra hohen Turm. Weißt du das noch?
Ja, ja, klar. Turm, Etage, Etage, übers Brett springen, schieb mal rüber die Scheiße. Aber du darfst ja auch eins nicht vergessen, da wurde ja auch schon jetzt ein Event angeteasert. Also ich denke, in der fünften Folge, die jetzt übrigens schon am Samstag erscheint. Ja, ja, das ist egal, weil die Leute gucken diesen Podcast oder hören den in 10 Jahren. Also. Ja, 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 hast recht. In dieser Folge wurde ja schon was angeteased, was da garantiert abgefrühstückt wird. Und da geht es dann aber so. Was zum Beispiel auch richtig geil war in der letzten Folge jetzt, war... In der vierten, wie jetzt die Bösewichte, die wir ja nur aus den Spielen wirklich nur so als Hindernisse kennen, sozusagen, wie die wirklich vermenschlicht wurden. Weißt du, also die eine Szene, das die fand ich extrem. Das ist die Chance der Serie. Ne? Und die eine Szene fand ich extrem hart, muss ich sagen. Ja, welche denn? Und mit dem Jungen. Mit dem Jungen. Ja, ja, nun, aber was willst du machen? Ist euch mal aufgefallen, ich meine, wir reden hier von einer HBO-Serie, die haben ja wirklich... Carte Blanche, das ist das Studio beziehungsweise der Sender oder die Game of Thrones. Also wir kennen ja, die können sich ja mit Brutalitäten, können die sich ja ausleben wie nur was. Aber trotzdem nimmt sich The Last of Us, die Serie, nimmt sich total zurück. Ja. Und ich glaube, das ist echt geschuldet, weil The Walking Dead für mich auch jetzt zuletzt, also eigentlich von Anfang an war es ja wirklich nur, wie bringe ich jetzt kreativ einen Zombie um? Ja. Weißt du, in 5 Milliarden Varianten sehe ich, wie Zombies zerhackt und erschossen werden und so. Und da nimmt man sich mit der Gewaltdarstellung, nimmt man sich echt zurück. Und das finde ich super interessant. Das tut man. Und was ich sehr genossen habe, natürlich bei der ersten, bei als sie den scheiß Chevy 3S, die letzte Drecksschleuder, sie hat ja noch nie im Auto gesessen. Ja. Das ist ja auch stark. Ja, ja, ja. Aber der Beginn mit der Hank Williams-Song von Kassette und erstmal diese so 5 Minuten Fahrt durch Amerika, durchs zerstörte Amerika, habe ich auch noch nie so schön gesehen. An den Achterbahnen und die Trailerparks. Fantastisch, die Brücke, die Eisenbahnbrücke. Ganz toll gemacht. Aber das ist ein Ansatz, da wollte ich wirklich noch drauf hinaus, weil wie kann man denn The Last of Us zu The Walking Dead jetzt sehen? Weil, wie gesagt, Zombies hatten wir jetzt, wie viele Staffeln neben Serien The Walking Dead? Naja, wir hatten die Postapokalypse und die Toten sind wiedergekommen in Walking Dead. Und der große Kick, glaube ich, am Ende von Staffel 2 war, dass, wenn du stirbst, wirst du auch einer. Es wird also nicht aufhören, weil jeder, der stirbt, muss irgendwie entsorgt werden. Sie werden immer nachwachsen im Kern, wenn du unbeaufsichtigt vor dich hin stirbst. Und danach war dann nichts mehr. Danach war dann nur noch Sanctuary suchen, unterkommen, die nächste Wix-Fraktion treffen, die einen tragen weiße Lackhosen, die anderen stülpen die Gesichter von Toten über. Dann hast du den Governor, der noch der Beste war. Ja. Der Governor war noch der Beste. Er war gut, ja. Der Governor war super. Ja. Nun habt ihr ja die Spiele gespielt. Jetzt habt ihr ja die Spiele gespielt, The Last of Us beide. Also ich wollte das zu Ende erzählen. Und bei The Last of Us, sie erklären es uns. Also sie sagen wirklich, pass auf, das hatte jemand schon vermutet, sehr früh als Theorie. Das ist halt Mehl wahrscheinlich. Hm. Dieser Pilz breitet sich durch diese ganze Scheiße aus. Wir essen halt Mehl. Cornflakes, industriell verarbeitet, sind überall angekommen. Genau. Also haben die Leute das Donnerstag eingekauft und Donnerstagabend oder Freitagmorgen gefressen zum Frühstück. Nach ein paar Stunden ging das los. Hm. Und Mehl klopft sich jeder rein. Und so konnten sie es bemessen. Und das war halt stark. Und stark ist auch, dass die echt mal sagen, das kommt ja bei Walking Dead, ist das ja nie thematisiert worden. Wenn du Benzin lange stehen lässt, wird das langsam zu Wasser. Du hast da nichts mehr von, da ist kaum noch Ausbeute. Ja, ja, ja. So, weißt du? Du musst mal überlegen, dass es Kinder gibt, die aufgewachsen sind, die haben noch nie im Auto gesessen. Ja, ja. Das ist auch, wo du sagst... Ich fand das übrigens witzig, in The Walking Dead wurde das Thema Benzinknappheit wurde nie thematisiert. Nein. Alle Fahrzeuge hatten immer Treibstoff. Daryl ist kaum gelaufen in 10 Staffeln. Und das wäre jetzt nämlich die Frage, auf die ich hinaus will, weil ihr ja beide Teile durchgespielt habt von The Last of Us. Wenn gar nichts ging in Walking Dead, ist Daryl immer langsam mit dem Motorrad gefahren, hinter ihm 1 Million Untote. Ja, genau. Ich lenke die jetzt über Hückeswagen. Weißt du, so, das war immer das große Ding. Rauszoomen, 1 Milliarde Zombies. Ja. Und dann Showdown in Wermelskirchen. Ja. Was wolltest du jetzt fragen? Ich wollte fragen, weil ihr beide Spiele ja durchgespielt habt, kennt ihr ja auch die Narrative. Das heißt, The Last of Us ist auch ein
naja, was heißt ein realistischerer Ansatz an das, was wir jetzt sehen, an Postapokalypse. Man kann es natürlich auch auf die Pandemie beziehen. Was machen die Leute? Nick Offerman spielt den Prepper. Ne? Das ja. hatten wir jetzt auch gehabt mit Nudeln und Klopapier und so. Ja. Das ist die Serie, die wahrscheinlich mehr mit uns, aus uns heraus spricht, als jetzt sowas wie die 100. Zombie-Apokalypse. Ja, absolut. Ja. Also ja. Naja, ja. Es ist so, sag ich mal, die Leute haben diese Probleme vor Ort. Mhm. Aber es wird nicht auf diesem Level diskutiert, wie The Walking Dead das so ab Staffel ja. 8 gemacht ja. hat. Nämlich dieses, Steve hat gesagt, dass ich nicht weiß, wie ich mich gegenüber meinem Vater verhalten soll. Und jetzt bin ich in einem Zwiespalt. Und ich weiß nicht, wenn er wiederkommt, ob dann Kikriki. Die haben so super weltliche Probleme, wo du sagst, ja, dann regelt das doch im Gespräch. So. Und das Machen bei Walking Dead ist unfassbar stark erzählt. Weil eine Folge kostet wahrscheinlich $5 Millionen. Dafür hat Greg Nicotero hat dann 2 Millionen für Zombies veranschlagt und der Rest ja. muss weggelabert werden. Genau. Weißt du? Und also ich bin. Weil da ist es so, dass die Leute sagen: Ja, weißt du, so weit draußen hier sind keine Infizierten. So, das ja. ist halt das Hinterland. Ich bin genau. wirklich damit sind die erstmal schwer, raus für 2,5 Stunden. Schwer angetan von der ja, Serie, ich muss auch. Ich wirklich ja. sagen. Also ich die auch. Dritte Folge ist mit so das beste Fernsehen, was ich seit. Die dritte Folge. Breaking Bad und Better Call Saul. Also es hat auch nicht so wie es. Wir müssen jetzt Epik um der Epik willen, sondern du hast einfach Schauspielfernsehen. Du hast Nick Offerman, den ja. ich so noch nicht gesehen habe. Ja. Du hast den absolut großartigen Murray Bartlett, den wir gerade eben noch gesehen haben in The White Lotus als Concierge. Und Welcome to Chippendales. Da spielt ist er auch dabei. Eine tragende ja. Rolle. Also der ist jetzt richtig ja. auf dem aufsteigenden Ast. Also das sah aber auch ganz stark. Ganz stark. Ja, ganz stark. Also alles war ganz stark. Ja. Ja. Also wenn ihr denkt, ah, Last of Us Video spielt, nein, das ist wirklich verdammt gutes Fernsehen, muss man wirklich sagen. Ja, genau. Ja, ganz großartig. Und, ja. Ich habe einen Film gesehen namens Wann wird es wieder so, wie es nie war? Ja, und? Den auf der Grundlage von Joachim Meyerhoff. Auf der Grundlage des zweiten Buches von Joachim Meyerhoff. Ja, du willst jetzt bestimmt wissen, wie ich den fand. Weil worum geht es denn konkret? Weil ich weiß das nicht. Der Schauspieler Joachim Meyerhoff ist ja. damals aufgewachsen auf dem Gelände einer Psychiatrie, weil sein Vater, glaube ich, der Chefpsychiater dieser Klinik war. Okay. Das heißt, für ihn war es ein ganz normales Aufwachsen inmitten mental kranker Menschen. Okay. Davon handelt, glaube ich, primär das Buch. Später bewirbt er sich als Schauspieler, weil er es einfach machen will und wird dann in München angenommen und lebt dann in seinem besten Buch auch bei seinen Großeltern. Die Lücke, die entsetzliche diese Lücke. Diese entsetzliche Lücke. Moment. Und da ist das Hörbuch ist wirklich, das Hörbuch ist ja. unbedingt dem also Buch vorzuziehen. Die Bücher von Joachim Meyerhoff haben mich, abgeholt. Also ich war, ich habe es gelesen, ich war sofort Fan. Ich auch. Man kommt sprachlich auch nicht dran. Da muss man sich auch mal klar sein. Das ist wirklich toll. Das ist das Gute. Und er hat es ja vor allen Dingen als Schauspieler. Wir erkennen, dass wir es nie schaffen. Er hat es ja als Solostück zuerst gemacht. Ne? Er ist ja aufgetreten am Burgtheater in Wien und hat quasi aus seiner Biografie ein Solo gemacht. Und ist dann hingegangen und hat es aufgeschrieben. Und dabei sind diese wunderbaren Bücher. Alles ist fantastisch formuliert. Ja. Es gibt ein fiebriges Ding, das sollte von Michael Bay verfilmt werden, wie ein Bildband klaut. Das ist auch unglaublich. Und alles, seine Großmutter, wie sie immer wie betrunkene Engel mit dem Treppenlift in die erste Etage entschwinden, winken, das ist alles fantastisch. Es ist so wirklich mit das Beste, was du in der deutschen Sprache lesen kannst. Ja. Die Bücher von Joachim Meyer. Humoristisch auch. Und da komme ich jetzt nämlich auf den Film. Der Film, verfilmt von Sonja Heiß mit David Striesow als sein Vater, also als der Chef der Psychiatrie in Schleswig, Laura Tanke als seine Mutter. Jetzt ist es folgendermaßen. Dieser Film ist aufgeteilt in drei Teile, nämlich in die Kindheit, die Jugend und das Erwachsenensein. Das heißt, es sind drei Schauspieler, die den Josse, also den Joachim spielen. Ja. Du siehst erstmal dieses Kind, verliebst sich in diesen Jungen, der ganz toll ist, ein ganz, ganz junger Mensch. Dann hört das auf, dann heißt es auf einmal Teenager. Dann ist es noch mal ein ganz toller. Und der Letzte, der ihn spielt, als Erwachsener, als 25-Jähriger, der hat leider diese etwas undankbare Aufgabe, den Film quasi den Sack zuzumachen. Mhm. Und der hat auch nur eine sehr kurze Zeit. Das heißt, man muss sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass du wirklich drei Schauspieler siehst. Ja. So, das ist jetzt von der Wahrnehmung so. Mhm. Ansonsten ist dieser Film natürlich ein Ausstattungsfilm, weil er in den 70er Jahren spielt und in den 80er Jahren. 70er Jahre, daran, ihr werdet Sachen sehen, an die ihr euch sofort erinnert. Mhm. Genau wie in den 80er Jahren auch
ja, da steht irgendwo ein Zauberwürfel rum, ja, da stehen die drei Fragezeichen in einer Reihe. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen zu ausstattungsverliebt, aber ich finde, es funktioniert. Es hat mich ein bisschen auch daran erinnert an Radio Heimat, die Frank-Gose-Verfilmung, ja, die auch in den 80er Jahren. Die ich übrigens total gerne mochte. Ja, weil super Verfilmung. Das war auch noch unsere 80er Jahre, genau, hier im Ruhrgebiet. Genau. Also wir. Und, aber es geht natürlich halt auch darum, dass dieser Junge in der Psychiatrie aufwächst. Er hat Wutanfälle. Mhm. Das ist jetzt nicht so extrem wie bei Systemsprenger gespielt, sondern auch, ich finde das alles sehr, sehr angemessen. Das Tolle ist wirklich, dass sowohl Menschen mit Behinderung als auch Schauspieler, die so tun, als ob sie eine Behinderung hätten, was ja Schauspieler immer tun, als ob sie irgendjemand anders sind. Aber da sind wirklich auch behinderte Schauspieler dabei. Und das, das ist sehr, sehr, ich hasse dieses Wort, aber es ist sehr, sehr organisch. Es wird nie irgendwie... Authentisch. Es ist authentisch, es wirkt nie irgendwie prätentiös oder so. Es ist ganz toll. Du möchtest eigentlich die ganze Zeit sehen, wie diese Leute zusammenspielen und zusammenarbeiten. David Striso als sein Vater ist so ein bisschen so der Fixpunkt, so, weil er auch sehr, sehr statisch, die Figur ist halt so. Der Vater ist halt sehr unnahbar. Und mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Axel Milberg hat eine ganz wunderbare Rolle als Ministerpräsident. Es hat so ein bisschen Loriot-Feeling zwischendurch, wenn sie in der Familie so zusammen sind. Es hat auch eine unheimliche Tragik, weil es wird auch gestorben in diesem Film. Nicht nur Menschen, sondern auch es sind Momente drin. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, inwieweit wird der erste Teil einbezogen? Amerika, alle Toten fliegen hoch. Wo ist das nicht der zweite Teil? Nein, alle Toten fliegen hoch? Der erste Teil heißt alle Toten fliegen ist ein Austauschding. Genau, in Amerika. In Texas irgendwie. Irgendwo im mittlerer Westen. Im höheren Gebirge, wo er nachts aufwacht und vor Nasenbluten nicht mehr weiß, wie er klarkommen soll, weil er die Höhenluft nicht verträgt. Das war das erste erste Buch von Meyerhoff. Und das hat auch einen Teil, der kommt auch vor im Film. Und wer die Bücher kennt, weiß, um was es geht. Ansonsten will ich das jetzt nicht spoilern. Mir hat er sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Also eine sehr schöne Verfilmung. Wann wird es wieder so, wie es das war? Ich finde den Titel tatsächlich geil. Wir sind alle von ihm. Ja. Ach, diese Lücke, die entsetzliche Lücke. So, wir haben noch nicht über Shrinking gesprochen, Gary. Ja. Hast du Shrinking auf dem Schirm? Ja, natürlich. Die Serie mit Harrison Ford unter anderem. Und Jason Segel, natürlich. Und die Serie, die von wem? Bill Lawrence und Brett Goldstein, der in Ted Lasso den... Roy Kent. Es ist eine ähnliche Feelgood-Serie. Ja, es ist schon erstaunlich. Es ist meiner Meinung nach echt eine Meisterleistung, eine Serie über Trauer zu machen und die aber dann doch witzig daherkommt. Also das hat noch keiner gemacht, außer Ricky Gervais. Naja, das gab es schon auch, das stimmt schon, Thorsten, das ist richtig. Aber jetzt haben wir natürlich das ist schon ein anderer Ansatz, was wir jetzt haben. Und ich glaube auch, dass, ich meine, Jason Segel ist natürlich fantastisch, aber ich glaube, der Unique Selling Point ist wirklich Harrison Ford. Also keiner spielt besser Harrison Ford als Harrison Ford. Ich bin da fast von ausgegangen, ja. Ich glaube aber, Harrison Ford hat auch... Von Whoopi Goldberg als Harrison Ford auch mega beschissen. Ich glaube auch, Harrison Ford hat nie was anderes gemacht als Harrison Ford. Oder gab es eine Rolle von Harrison Ford, wo er wirklich was komplett anderes gemacht hat? Ja, in Sachen Henry. Das stimmt. Wo er diesen Hirnschaden hatte und sich vom knüppelharten Facker und Businessman zum Familienmenschen wandelt. Ich weiß nicht, ob das Werbung war für einen Hirnschaden oder was der Film uns sagen wollte, aber er war auf jeden Fall sehr inspirierend. Nein, er kann auf jeden Fall mehr als Harrison Ford sein. Nur in Shrinking ist er Harrison Ford. Ja, ja. Und es gibt eine Stelle, wo Jason Segel ihn quasi, er spielt halt seinen Kollegen, seinen Therapeutenkollegen. Den väterlichen Freund. Den väterlichen Freund, ja, den Mentor sozusagen. Und er ist halt auch genauso... Ohne Zucker. Er ist auch genauso grumpy, wie Harrison Ford ja auch ist. Ist Wolfgang Pampel auch dran? Nein, ihr habt es wieder im Original gesehen. Nein, Wolfgang Pampel spricht ihn natürlich. Und da ist auch wieder der Moment, wo man sagt, Wolfgang Pampel ist ja jetzt auch in einem Alter, wo es auch wirklich unglaublich gut passt. Also da ist auch wieder so eine Verschmelzung. Wolfgang Pampel ist Harrison Ford. Ja. Unfassbar. Und auf jeden Fall steht Jason Segel an einer Stelle vor Harrison Ford und imitiert ihn kurz. Und das muss man sich mal vorstellen, da stehst du als junger oder weiß nicht, wie Jason, wie alt, auch 50, aber trotzdem, aber du stehst vor Han Solo und Indiana Jones und machst ihn in dem Moment quasi vor ihm, parodierst du ihn. Das ist schon ein großer Moment. Das ist sehr charmant. Und Harrison Ford mit einem iPhone zu sehen, wie er so telefoniert, das ist schon wirklich, du denkst so, nein, das passt nicht, aber es ist irgendwie. Na, Harrison Ford ist einfach eine geile Sau. Ja, das kann man nicht anders sagen. Hoffnung für uns alle, einigermaßen in Würde zu altern. Ja, das auf jeden Fall. Funny Woman läuft auf Wow. Ist das gut? Ja, also hast du das Buch gelesen von Nick Hornby? Wie bitte? Das Buch von Nick Hornby? Ich habe kein einziges Buch von Nick Hornby gelesen. Nein, echt nicht. Ja, doch, High Fidelity.
Habe ich gelesen. Juliet Naked ist auch ganz großartig. Ja, habe ich auch nicht gelesen. Cool. Also Funny Woman ist eigentlich die Geschichte, es ist ähnlich wie Marvelous Miss Maisel. Ja. Nur ich glaube, das Buch war früher und das Ganze spielt halt in Swinging 60s von London. Ja, ich bin sehr gespannt. Brighton, Blackpool, so diese ja. Das Las Vegas der 60er und 70er Jahre. Ja, also ja. Von England. Ich freue mich sehr drauf, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die erste Folge gesehen, Gemma Arterton mit Hochfrisur, kannst du nichts verkehrt machen. Also doch, kannst du. Also Gemma Arterton mit Hochfrisur in, sagen wir mal, Godzilla. Ja. Selbst das würde ich mir angucken. Haben Sie denn, haben Sie richtig Geld reingepumpt? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Aber ja. das war ja das, was ich an... Spielt er nur in einem Zimmer. Naja, aber das war das, was ich, worauf Gary anspielt. Ich habe ja das zu monieren gehabt, dass bei Miss Maisel irgendwann mal die Produktion so ausufernd war, dass man eigentlich nicht mehr so richtig sich auf die Charaktere konzentrieren konnte. Das letzte vorgespielte für ISS. Ja. So unfassbar ausufernd war das. Nein, aber es ist sehr charmant. Es ist so ein bisschen auch so vom Style her natürlich auch wie Last Night in Soho, was auch im gleichen Zeitraum spielt, Swing 60s von London. So, eine Serie, über die wir schon seit Jahren reden. Warum gibt es sie nicht in Deutschland? Jetzt könnt ihr sie endlich sehen. Neues aus Ulenbusch, der Reboot mit Ryan Reynolds als Postbote. Als Hansi. Nee, wie hieß er? Onkel Heini. Onkel Heini, Hans-Peter Korf. Als Onkel Heini. It's Always Sunny in fucking Philadelphia. Könnt ihr sehen. Und zwar alle Staffeln komplett auf Wow. Ich glaube, wir müssen... Danke. Endlich. Ich glaub, wir sind bald auf, dich bei irgendwelchen Streaming-Anbietern zu bedanken. Dafür muss ich mich jetzt mal bedanken. Ja. Ja. Ja, vor allem du das machst, ich überweise da jeden Monat was hin. Ich auch, aber trotzdem bin ich total happy, dass endlich jetzt alles... Ja, jetzt kann der Thorsten das auch endlich gucken. Danke. Lieber Herr Wow, ihm gehört ja die Firma, ist ja ein Familienunternehmen. Eckbert Wow, ich muss Ihnen sagen, dass Sie das hochgeladen haben. Ja, aber das ist... Sagen Sie bitte auch Sky Dumont, dem das vorher gehörte. Danke dafür. Weißt du, Sky Dumont, du kannst mit dem Namen eigentlich nur eine Modeschmuckkollektion auf QVC machen. Danke. Ja, aber warum ist It's Always Sunny in Philadelphia die Serie, die Thorsten sehen muss, Gary? Weil die ist so anarchisch und die ist so, das ist eigentlich genau das sein ist Humor. So ein dreckiger Humor. Wenn du einmal gesehen hast, wenn Danny DeVito aus diesem Sofa. Weißt du, das ist, also wenn man Thorsten mit einer Szene diese die Serie geguckt, schmackhaft ja, die machen ja. soll. Dann ist das. Wie du nackt aus dieser Sofa redest. Es ist vor allen Dingen, eine Serie, wo du denkst, das machen die jetzt nicht, das machen die jetzt. Und sie machen es. Sie machen es noch mal. Ich finde das so toll, dass Danny DeVito ist absolut schmerzfrei. Der in seinem Alter denkt er sich auch so, fuck it, wir machen das jetzt einfach. Ich beginne noch heute damit. Ja. Es ist auch eine Szene, ich weiß gar nicht aus welcher Staffel, aus welcher Folge, wo es darum geht, dass das Cream Pie, kennst du die Cream Pie-Szene? Ja, mit dem. Wo er genau. Cream Pie ist ja einmal ein Begriff aus der Pornoszene. Und natürlich ist Cream Pie auch ein Cream Pie. Ja. Und der eine redet halt von dem Kuchen und die anderen denken, er redet aber von und dann sagen sie immer, ja, wir müssen das zusammen machen. Was? Nur das geht so 5 Minuten hin und her. Weißt du, und du lachst dich kaputt. Sitzt da, vor allen Dingen, man sitzt da als jemand, der auch im Comedy-Bereich arbeitet, ob jetzt tätig ist, ob als Autor oder als Ding und schon mit Fernsehnasen zu tun hat und du denkst, die dürfen wirklich alles machen, was sie wollen. Die haben absolut carte blanche und machen das und sind so kreativ und Rob McGannany, der ja auch Mythic Quest gemacht hat. Also It's Always Charlie Sunny. Day. Und vor Charlie allen Dingen, Day. Das ist so anarchisch, weil die ganzen, alle Figuren, das sind ja alles totale Arschlöcher. Weißt du, da ist ja nicht wirklich ein sympathischer Typ. Alle sind Arschlöcher. Ne? Und das wird konsequent. Und die kommen immer am Anfang, kommen sie immer auf eine bekloppte Idee und ziehen das gnadenlos durch. Ne? So, und das ist eigentlich der. Ob das jetzt Obdachlose ausrauben oder irgendwas, auf was man so kommt. Ne? Auf was okay, ich gucke es ist mir. Wirklich, ist wirklich fantastisch. Ja. So. Jemand schrieb uns, ob wir mal bitte die jeweiligen Streaming-Dienste angeben, wenn wir über Filme reden. Haben wir ja jetzt gemacht. Das haben wir gemacht. Das kann man, dadurch, dass die Filme zwischendurch wechseln, ist es, schaut doch bitte selber, mach doch mal Google was an. Googelt doch einfach, wo das läuft, bitte. Es gibt tatsächlich eine App, die heißt Wo läuft's oder irgendwie so. Wie läuft's? Das ist so eine Hahn-App. Wo läuft oder wer streamt was? Man findet die App allerdings nicht. Wer streamt was, heißt die. Und da gibst du halt den Titel ein und dann wird dir genau angezeigt, weil es ist tatsächlich
Geht's? Ich finde die App nicht. Wo kann man die denn suchen? Es gibt eine App, die sagt, wo finde ich die App, die dir anzeigt, wo was läuft. Das werden immer mehr Ebenen. Weißt du, irgendwann bis im Makro. Ganz am Ende weiß das nur ein Mann und der wohnt in Koblenz. Genau, genau. Und das, das war's. Da musst du hin und der hat nie Zeit. Und der heißt Jochen Pützenbacher und heißt Mikro Makro. Kennst du das noch? Und der ist, hier kennst du Jochen Pützenbacher noch? FF. Nee. Zack, zack. Zack, der hat sich den Bahn. Ach so, ach doch. Radio Luxemburg, klar. Mikro Makro. Das gab immer große Bilder und kleine Bilder. Du musstest raten, ist das groß, ist das klein. Das war, ein Konzept. Können wir mal ein Western-Special machen? Oh ja. Wir gucken mal, wir gucken mal. So. Schneller als der Tod. Wer? The Quick and the Dead. Mit Sharon Stone. Mit Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, Gene Hackman. Gene Hackman. Und Sam Raimi, ja. Also nicht mit, sondern und Russell Crowe. Und nicht nur, und auch Lance Henriksen. Auch. Und Vistasta. Bitte was? Das ist ein Inder. Nein, ich hatte aufstoßen. Ach so. Super. So, bevor wir zu unserer Mystery Box kommen, noch mal ganz kurz diesen Film, über den wir schon kurz gesprochen haben, ja, den man auch mit den Fablemans in Verbindung bringen kann. Ja, noch kürzer bei diesem Film. Hammer. Ja. Wer ist denn das? Kannst du mal von vorne zeigen? 52577. Da ist schon wieder der Name, der Titel ist schon wieder ein Problem. Wie wird er denn auf Deutsch heißen? Der kommt auf Deutsch auch raus, ne? 52577. 25.05.77. Das ist meine PIN-Nummer, okay? Ja. Das ist das Datum, als Star Wars startete. Startete in den USA, ganz genau. Und das ist auch ein Coming-of-Age-Film. Es geht auch ganz viel um Inspiration. Aber der Film, was den Film so besonders macht, ist, der ist, warte mal, ich habe mir das notiert tatsächlich, weil das ist, der hat, warte mal. Bitteschön. Nehmen Sie mal, fassen Sie mal an. Also, die Dreharbeiten. Das heißt, gucken Sie mal hier. Die Dreharbeiten begannen 2001. Die ist kaputt. 2001 begann der Film. 2001. Ja, wieso kann man auch sagen? Richtig. Kann man nicht sagen. 2001. Genau, also die Dreharbeiten. Nee, Quatsch, Blödsinn. Die Dreharbeiten begannen 2004 es und ist 20 scheißegal, wann das 20 der Film hat nein, das ist total Zahlen wichtig. Möchte ich, dass sie genannt werden. Und dann gab es einen Trailer, der richtig toll war. Ja. Aber der hatte auch ein eigenes WC. Wahrscheinlich auch. Okay, wir haben den Moment erreicht, wo es Thorsten langweilig ist. Total albern wird. Ich möchte das, pass auf. Ja. Und dann kam dieser Film aber nie. Ja. Dieser Film wurde wirklich zu so dem Loch Ness-Monster unter den Filmen. Du hast mir ganz früh schon davon erzählt. Dass der existiert, aber der kam halt nie. Und dann 2015 und 2016 hat der Regisseur, der Patrick Reed Johnson, der auch, was hat er gemacht? Junior's Day Out hat er gemacht. Und auf jeden Fall ist ein sehr autobiografischer Film. Es geht im Grunde darum auch, wie er dazu gekommen ist und was ihn inspiriert hat, Filme zu machen. Genau. Und das war natürlich Star Wars. Und Patrick Reed Johnson war auch Special Effects Mensch bei Industrial Light and Magic. Ganz genau. Und es gab, hinter den Kulissen gab es wohl Probleme irgendwie. Ich hatte mal gehört irgendwie, dass es da einen deutschen Produzent gab, der mit der Kohle dann abgehauen ist. Und deswegen haben die Geldgeber haben gesagt, dann darf der Film nicht veröffentlicht werden. Thomas und deswegen lag der brach. Und das Problem ist, dass der Regisseur dann irgendwann, wie ich gerade sagte, 2015 und 16 hat er dann zusätzliche Szenen dazu gedreht. Das Problem, was der Film, und dadurch wirkt er in meiner Auffassung so ein bisschen, im Englischen würde man sagen, uneven. Also so holprig, so merkwürdig. Inkohärent ist das klassische deutsche Wort dafür. Danke, Thorsten. Bestimmt. Ich glaube, es ist Lateinisch, was du gesagt hast. Es ist... Innig. Nee, innig. Er wirkt so ein bisschen komisch, aber er ist immer noch irgendwie sehenswert, unterhaltsam. Er ist sehr charming. Er ist charming. Charmant. Er ist natürlich für Star Wars-Fans, würde ich jetzt mal sagen, ein Muss. Aber er ist gerade in Verbindung auch mit den Fablemans auch... Man kann die vergleichen. Weil es geht auch um Inspiration. Weil es auch um Familie geht. Und ums Filme machen. Weil es auch draußen spielt. Das spielt draußen. Und die Hauptdarsteller haben beide Augen. Und die haben Augen und die haben auch Mütter.
Ja, und genau. Auch das ist ja auch wichtig, dass nicht immer diese ganzen Retortenleute. Na, die Mutterfigur ist schon auch bei den Fablemans und hier auch sehr, sehr wichtig. Colin Kemp spielt sie da. Die Mutterfigur ist so ein bisschen mollig, aber es geht. Woher kennen wir Colin Kemp? Ach, ihr kennt ihn eh nicht. Ich sage es, Bruce Lee, mein letzter Kampf, da hat sie das Love Interest von Billy Lowe. Das ist komisch, ne? Mein letzter Kampf, dass man das so selber für sich anteasert. Meinst du, er wusste das wirklich? Nee. Natürlich nicht. Obwohl sein letzter Film hieß Game of Death. Und ich kenne Colleen Camp auch noch aus Wayne's World. Da hat sie auch mitgespielt. Ja, das steht zumindest hier hinten auf der Packung drauf. Sie hat auch in Dallas mitgespielt, glaube ich auch. In Dallas. Gary sagt Dallas. Nach Amerika, nach Dallas. Ja, was soll ich denn sagen? Dallas. Ist mir doch scheißegal. In Dallas. Auf jeden Fall. Kann man reiten nach Dallas. Ja, wir werden glaube ich, in naher Zukunft. Nochmal damit zu tun haben. Er ist jetzt endlich auf DVD erschienen oder beziehungsweise demnächst auch hier in Deutschland. Wir können ihn empfehlen, es ist ein nerdiger Film, aber es ist ein Film, dem es nicht gut getan hat, dass er so lange brach lag und wo der Regisseur immer das Gefühl hatte, ach weißt du was, ich mache noch ein bisschen was dazu. Das ist bei allen Pasolini-Filmen auch so. Ja, das kann sein. Vor allem bei den andalusischer Hund hat zu lange gelegen. Die 120 Tage von Sodom, da kam einfach noch zu viel. Ich finde 120 Tage ist auch ein bisschen lang. Ist lang. Ja, genau. Wenn sie was machen. Aber wenn euch unser Podcast gefällt und das, was wir machen jetzt seit 10 Jahren, dann ist das auch ein Film für euch, kann man eigentlich sagen. Das ist so ein bisschen unsere Zielgruppe auch. Ja, genau. Na, ich will jetzt niemanden angucken, aber wir kennen euch ja. Apropos kennen. Wir haben euch für die letzte Mystery Box, das war ein Übergang. Ken und Barbie. Da freue ich mich sehr drauf. Auch jetzt kurz. Bevor wir zur Mystery Box kommen, ich habe tatsächlich Midsommar gesehen und Gary. Midsommar hast du gesehen? Und Midsommar und Gary hat Hereditary gesehen, das freut mich, liebe Freunde. So, und wie war es denn für euch? Der eine spielt viel im Dunkeln, der andere spielt nur im Hellen. Ja, und man sieht alles. Ja. Also ich fand, Hereditary. Wenn Hereditary, ich habe das vorhin so geübt, ne? Aber ich habe zu meiner Frau sofort gesagt, wenn ich im Podcast bin, ich verhaspel nämlich so. Hereditary. Ah, okay. Da war er. Ganz genau. Es ist ein Film, wenn Gondeln trauern. Was für ein Anblick. Man nimmt einfach nur wo ist da der große Unterschied? Wenn Gondeln Trauer tragen. Stimmt, musst du ein Wort wegnehmen, ist ein ganz blöder Titel. Ja, wenn die Gondeln Trauer tragen. Wenn die Gondeln Trauer tragen, von Nicholas Roeg, damals verfilmt. Ja. Und mit Donald Sutherland. Und Julie Christie. Oder Rosemary's Baby. Also das ist diese Art von Psycho-Horror, den dieser Film. Ich habe echt Angst gehabt vor dem Film. Ich habe wirklich Schiss gehabt, weil ich habe so viel Übles, also Übles im guten Sinne bei einem Horrorfilm, dass ich echt Schiss gehabt habe. Aber ich muss sagen, naja, okay. Also es war ein sehr guter Film und was mich zum Beispiel total interessant fand, dieses Haus da drin, das wurde ja in keinster Weise thematisiert, angesprochen. Ja, aber auch nicht gruselig dargestellt. Verstehst du? Man hätte ja meinen können, es wäre jetzt so gotisch und düster und so. Ne? Es war ein total tolles Haus. Du möchtest sofort da reinziehen, ne? Oder einziehen. Da wohnen. Naja, der Film endet mit nackten Senioren im Baumhaus. Aber schon das ist unbehaglich, oder? Diese nackten Senioren im Baumhaus. Na, mit Sommer ist natürlich auch unbehaglich, aber dann auch noch ein bisschen anders, weil es ja doch sehr, sehr the violence is very graphic, sage ich jetzt mal so. Ja, das ist da auch, aber ja. Aber da ist aber dann, er kommt ohne Jumpscares aus. Also wir haben fand den Horror. Wir haben diese Aufgabe bekommen, weil wir über den Trailer von dem Film mit Joaquin Phoenix Titel. Jetzt auch Bo hat Angst oder Bo. Genau. Ja. Also der neue Film von dem Regisseur. Ja. Genau. So, den haben wir jetzt mit Sommer natürlich Florence Pugh. Fantastisch, ganz toll. Ja. Man will gar nicht mehr nach Schweden fahren, wenn man das gesehen hat. Man will auch nicht mehr nach Ikea. Die ganze Zeit ist ja ein ganz mieser Trip. Ich nenne diesen Film ab jetzt die Killer von Bullabü. Ja, die Killer, das ist auch so, die Killer von Bullabü. Das ist wirklich, das wahrscheinlich auf dem Buch. Zu sagen, man geht dahin, man nimmt mal nach einem traumatischen Erlebnis, nimmt man einfach mal sich eine Auszeit in Schweden, man ist eingeladen zum Midsommerfest, das so ein bisschen sehr, sehr alt ist, sehr okkult. Und da geht es wirklich, es wird halt schlimmer. Es beginnt mit irgendwelchen Beschneidungstafeln an der Wand, dann Unterbringung, dann Essen und dann der Umgang mit alten Leuten, da ist auch nicht ganz koscher. und dann wird es immer, und das alles im Hellen. Und das ist wirklich,
Gott und Vater im Himmel, oder? Ja, ja. Das wird, also und, man kann Kurt Bullar danach nicht mehr so was, richtig. Nee, das, also guck, das ist Midsommar ist so. Und Hereditary, wie würdest du den, wie hast du den empfunden damals, Thorsten? Ich habe den natürlich geguckt und hatte keine Idee und war von den ersten 10 Minuten genervt, weil er sehr langsam in Puppenhäuser gefilmt wurde und so. Und dann, als mir klar wurde, hier der abgetrennte Kopf, müssen wir nicht drüber diskutieren, ne? Ihr Auto. Ja. So. In so einer frühen Phase, andere Leute würden sich sowas aufheben fürs letzte Drittel, in so einer frühen Phase, wo er dir sagt, nee, du hast keine Ahnung, wo ich hin will, mein Freund. Da habe ich echt gedacht, so, okay, komm dann, klingeln, zack, zack, okkult, ba, 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 ba. Und immer die Richtung, die ich nicht auf dem Zettel hatte. Das ist aber genauso bei, also wo ich da wirklich keine Ahnung hatte, für Haken das Ding schlägt im Dunkeln, war bei Midsommar, weißt du nichts die erste halbe Stunde? Dann denkst du dir, ja, nee, da will ich nicht hin. Und dann, die schlagen auch Haken, weil die einfach Bräuche haben, die so absurd und so ekelhaft sind. Mhm. Du hast die noch nie auf dem Zettel gehabt. Das ist ja auch zu 100% ausgedacht wahrscheinlich. Wo du wirklich denkst, ja, weiß ich, warum nehme ich da jetzt dran teil? Man ist schon überaus involviert in Midsommar und sitzt da und denkt sich, Gott, die armen Leute. Aber andererseits ist es auch ein Arschloch. Und dann, boah. Also Gary und ich haben diese beiden Filme gesehen, das war ja unsere Hausaufgabe. Ja, deine Hausaufgabe war Toy Story 4 zu gucken. Ja, das ist natürlich auch ein schöner, mal gucken, wie weit ich durchkomme, ohne ihn gesehen zu haben. Ist schön gemacht, grafisch. Pass auf, es geht ja vor allen Dingen, ging es mir ja darum, dass du mal Keanu Reeves als Duke Kaboom siehst. Und da musst du wirklich das Original gucken, weil... auch das noch. Weil... Ich kapier überhaupt nicht, warum du da immer solche Probleme mit hast, Thorsten. Nein, pass auf. Du sprichst so gutes Englisch. Ja, yes, nein, es geht aber, pass auf, es geht ja um Folgendes. Duke Kaboom wird auf Deutsch nicht synchronisiert von Benjamin Völz, also von dem Sprecher von Keanu. Von Mickey Beck. Michi Beck von den Fantastischen Vier. Das ist, obwohl ich das selber schon mal gemacht habe, Batman sprechen, obwohl ich nicht Keanu Reeves bin. Ich kann das ja nachvollziehen. Ja, genau. Ja, ja. Absolut. Aber wenn du diese Figur Michi siehst... Michi Beck und ich haben ja die gleiche Keanu Reeves-Geschichte. quasi, das ist die Verbindung. Was ist die Verbindung zwischen... Michi Beck und mir, wir haben beide Keanu Reeves synchronisiert und er hat es nicht gemerkt. Und aber wenn du diesen kanadischen Evil Knievel siehst, Duke Boom, und weißt einfach, dass das Keanu Reeves ist, also er spricht ihn nicht, man kann ja sagen, er spielt ihn ja auch wirklich. Ja, die Figur das sieht ihm auch sehr, ähnlich. Sehr, sehr lustig. Also großartig. Und ich weiß, du hast ja auch eine Affinität zu Evil Knievel. Und es hat auch einen großartigen... Eine Affinität zu King Kong. Ich möchte dieses Wort spielen. Das ist auf jeden Fall, ja, das lassen wir mal so stehen. Wow. Und er hat einen sehr guten Antagonisten auch, Toy Story 4. Mit Christina Hendricks, mit der Puppe. Ja. Und diese Handpuppen, die Bauchrednerpuppen. Bauchrednerpuppen. Das hat wirklich auch was, The Stuff of Nightmare, auf jeden Fall. Ja. Sehr toller Film, Toy Story 4. So, jetzt kommen wir zur Mystery Box. Wir haben euch gebeten, euch uns zu schreiben, bei welcher Szene ihr immer wieder heulen müsst und die euch auch deswegen immer wieder anguckt. Ja. Ich hatte vorgegeben, die Beerdigungsszene von Tony Stark aus Avengers, aus Endgame. Gerne, im Kino gesessen. Weil es perfekt war. Leute haben geweint. Schlimm, großartig. Schlimm. So. Ich habe die letzten 2 Tage mit euren Mails verbracht. Wir können jetzt nicht alles vorlesen. Doch, können wir. Gib her. Nein, können wir nicht. Ich habe schon editiert. Pass auf. Ich bin gleich bei euch. Aber die letzten beiden Tage waren auch für mich emotional sehr intensiv, weil viele haben geschrieben, während sie es schreiben, fangen sie an zu heulen. Ja. Es ging mir ähnlich. Beim Lesen kamen einige Filme wieder hoch und also ihr habt wirklich The Waterworks. Also es lief. Nah am Wasser gebaut. So. Aber das ist doch das. Das ist das. Darum geht's ja. Warte, stopp. Du kriegst doch gleich was. Du kriegst auch was, Vater. Ich hab doch einen Ablauf hier. Gib mir den Zettel. Es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt zum Beispiel die Disney-Kategorie, es gibt die Pixar-Kategorie, es gibt die Tiere und es gibt auch... Und es gibt ernstzunehmende Kategorien. Und es gibt ernstzunehmende Kategorien, Thorsten Sträter. Es gibt auch eine Kategorie Thorsten habe ich hier stehen am Schluss. Kommt ganz zum Schluss. Mal sehen, ob Thorsten eine Träne verdrücken kann oder nicht. Okay. So, was meint ihr denn, welche Szene am häufigsten genannt wurde? Okay, das ist eine gute Frage. Nein, gar nicht. Ich würde tippen, und ich habe ja da jetzt ein bisschen... Du hast ein bisschen reingeguckt. Aber auch nicht in jede. Aber ich würde tippen, Captain, mein Captain ist auf jeden Fall unter den ersten dreien. Captain, mein Captain. Robin Williams, Club der Toten Dichter. Ja, hatte ich auch gar vergessen. Auf jeden Fall. Okay. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Oh, es ist auch nicht Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Meine Freunde, ihr verbeugt euch vor niemandem.
wo Aragorn zum Schluss, wo... Und das ist es auch nicht. Sie ist auch, das ist auch Nummer zwei. Ja, Nummer zwei. Also wo alle sich in Minas Tirith vor Frodo verbeugen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist auch Nummer eins. Nummer eins, oh mein Gott. Seid ihr soweit? Ja. Nummer eins ist My Girl, wenn Alla Clumsy an den Sarg geht und Macaulay Culkin in seine Brille geben will. Dem toten Macaulay Culkin. Weil sie sagt, ohne Brille kann er nichts sehen. Und ups, da habe ich schon gedacht als Kind, wieso, der Typ ist tot? Das ist nicht gut, ja, oder? Das ist die Szene. Und Thorsten ich hatte, Sträter, und ich hatte, emotionaler Ninja. Und ich hatte My Girl, ja auch nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist so dieses, ich so, ja, das war schon echt, ja, das Girl, war schon ja, echt ja, so ja, ein Ding. Gut. Ja, so, My Girl. Also das war auf jeden Fall Nummer eins. Die hieß Vader, es ist ein bekackter Name. Ja. Ich werde dich nennen wie ein Sith Lord, kleines Baby. So. Marley and Me war auch dabei. Das ist eine Kategorie Tiere. Tiere. Marley and Me und Hachiko. Oh nee, Hachiko, das Hachiko ging das gar nicht. Nicht. Hachiko ja, ging überhaupt nicht. Erstmal ein Hund, der heißt wie ein Niesanfall, falsch. Und dann, wieso gibt Richard Gere? Aber Marley and Me war, ich saß da mit meinem Sohn Henry drin und hinter mir saßen Vater mit seiner Tochter. Wir waren nur zu viert im Kino. Wir haben geheult, alle mit Entschlossung. Ja, ja. Das war unglaublich. Weil ich habe nicht gedacht, dass die das wirklich in voller Konsequenz... Tötet der Hund die Leute? Ja, am Ende. Cujo. Ja, ist der zweite ganz Teil. Genau. Jetzt genau. Zu Cujo. Und das hat so einen emotionalen Impact. Damit, ja. Damit kommst du nicht klar, Thorsten. Ich habe ja damals in I Am Legend gesessen, weil du sagtest, ich kann den gucken. Ja? Und dann bringt Will Smith seinen Schäferhund um, weil er ja befallen ist. Naja, aus gutem Grund. Aus gutem Grund, trotzdem habe ich geheult. Ja, aber er hätte ihn auch behalten können. Und irgendjemand von euch hat mir ein Foto von dem Hund geschickt, der scheinbar noch lebt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber auf jeden Fall hat der Hund überlebt. Ja. Also er hat das quasi mitgefühlt mit mir und hat gesagt, guck mal, nee, dem Hund geht's gut, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Also das ist, aber wenn Tiere, wow, das ist doch komisch, ne? Dass man menschliches Leid ist ja eine Sache, aber in dem Moment, wo ich einen dreibeinigen Hund auf der Straße sehe, ist für mich der Tag gelaufen. Da ist, ich weiß naja, nicht, weil es halt was meinst du, wie es für den Hund ist? Ja. Also, der, dem Hund gewöhnt sich sehr schnell dem dran. Hund ja, ist es scheißegal. Es hat halt was mit dieser Unschuld zu tun. Ja. Ne? Das heißt, du weißt ganz genau, der Hund, da kannst du nicht sagen, na, da bist du aber selber schuld, dass du da... na, wie ist denn? Hättest du das Bein mal nicht in den Schredder reingehalten. Und seitdem die Pinne. Ja. Die Pinne. Aber es geht hier ja auch ein bisschen darum, dass man durch das Weinen im Film, das ist ja auch eine Katharsis. Und diese Verlustgeschichte ist ja auch drin. So, jemand schrieb, es ging ja um ein Verlust. Ja, danke, Gary. Nee, das ist tatsächlich ein wichtiges Motiv bei diesen. Ja, so, weil ich habe ja um eine Szene nur gebeten und jemand schrieb, hinter dem Horizont der ganze Film. Ja, der gesamte Film. Der gesamte Film. Minute vier bis zum Schluss. Ja, ist fertig. So. Komplett Polen offen. Bruce Willis in Armageddon. Am Ende. Nee, ach nein. Wo ich sagte so, ja. Ich habe den damals, mein Problem war, ich habe den damals gesehen, da war mein Vater gerade gestorben. Ja. Und das war natürlich, da hatte ich dann so eine persönliche... Aber das ist jetzt wieder so eine Sache, verstehst du? Dein Vater ist ebenfalls auf Meteoriten gestorben. Auf Meteoriten, mein Vater hat vorher auf einer Bohrinsel gearbeitet und meine Schwester ist übrigens Liv Tyler. Das ist jetzt wieder so ein Ding, ja, da reden wir jetzt wieder, wie kann man denn da was Emotionen spüren bei einem Michael Bay-Film? Ja, das kann man schon. Ich habe auch geweint, als ich Ambulance gesehen habe. Weil die Zeit kommt ja nicht wieder. Das stimmt, aus anderen Gründen. Auch ganz oben mehrfach genannt wurde Forrest Gump am Grab von Jenny. Ja, natürlich. Ja. Mit dem Satz, du bist an einem Montag, Samstagmorgen gestorben. Das war der Killer. Bei das Forrest Gump gab es tatsächlich einige Momente. Da gab es einige Momente. Der Tod von Spock aus Zorn des Khan war auch öfter genannt. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Sterbemoment. Dobbys Tod bei Harry Potter. Ach komm. Oh. Ja. So, ist der gestorben? Dieses Universums, dieses Harry Potter-Universums. Ja, okay. Man muss sich halt, das ist dann wieder High Concept, man muss sich darauf einlassen. Der Tod natürlich dann auch von Dr. Snape. Auf jeden Fall, da gab es einige. Es ist ja immer der ganz genau, also du lernst so eine Figur kennen und dann, wenn das geschickt gemacht ist und wenn die dann plötzlich... Ja. Dann ist es egal, ob die Computer animiert sind oder nicht. Genau. Der Schluss von Dragonheart, den hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Sean Connery. Sean Connery im deutschen Mario Ador. Ganz genau. Side Note, oder Klammer auf, wie Thorsten sagen würde, der Patrick Reed Johnson hat Dragonheart 2 gemacht. Oder? Richtig, ganz genau. Okay. Und auch Klammer zu, keiner schlechten Qualität. Ja, aber der hat seitdem auch nichts mehr gemacht. Der ist aber auch nicht mehr mit Dings. Der ist nicht mit
Quaid. Dennis Quaid. Doch, ich glaube, das ist mit Dennis Quaid. Der zweite? Mit Dennis Quaid. Das weiß ich nicht. Der zweite auch? Der erste ist es auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Der erste ist mit Dennis Quaid. Ganz oft wurde auch Titanic genannt. Der letzte Satz in Paddington 2, das war auch, ist natürlich auch ein Killer. Schreddern wir den Bären. Ungefähr, genau, fast. So, auch was ich nicht auf dem Schirm hatte, war die Geister, die ich rief. Scrooged. Bill Murray. Das ist ja Dickens. Ja. Der ist Moment, ja, das ist die Weihnachtsgeschichte. Als mir klar wird, dass er allein stirbt. Nee, und so. Der Moment, wo der stumme Sohn der Sekretärin am Ende spricht. Das ist auch auf jeden Fall. Und Bill Murray, Harold Ramis in Ghostbusters Legacy auch. Okay. War mir ein bisschen viel, ein bisschen dick aufgetragen, aber stark. So, Braveheart wurde oft genannt, Freiheit, bla bla bla. E.T. auch oft. Klar. Der Schluss von Billy Elliot. Billy Elliot ist auch so ein Film. Hab ich nicht gesehen. Oh, Billy Elliot ist so fantastisch. Das ist ja. Den habe ich so lange nicht gesehen und dann habe ich den wirklich irgendwie. Ich habe den so lange als DVD gehabt, dann habe ich mich hingesetzt und habe mich die ganze Zeit über mich selber geärgert, dass ich die ganze Zeit zu stolz war oder zu borniert war, mir diesen Film anzugucken. Mhm. Und dieser Film ist so fantastisch. Okay, ein großartiger Jamie Bell, der erste Film mit Jamie Bell, ein großartiger Schluss. Ist natürlich so eine Vater-Sohn-Geschichte. Und in unserem Alter natürlich. Ist das, da muss man echt irgendwie aufpassen. Okay. Apropos Vater-Sohn, wenn der Vater mit dem Sohne, Heinz Rühmann, der Schluss, auch, oh, weia. Auch heftig. Ja, ja. Ja, Vater stirbt? Nee, er ist Clown im Zirkus und der Sohn ist dann bei dem neuen Ziehvater und das ist dieses Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. Aber ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Hat er das Kind gekidnappt oder wie kam der denn an? Nein, ihm ist das Sorgerecht entzogen worden. Das ist eine ganz banale Familiengeschichte im Prinzip. Okay, mach weiter, so, was ist noch? Der Schluss von Ist das Leben nicht schön? Jetzt mal von Ralf auf jeden Fall. Dann sind wir bei Disney, König der Löwen, Steh auf, Papa, Ende. So. Mhm. Dumbo natürlich. Hast du eigentlich mittlerweile mal den Tim Burton Dumbo gesehen? Nee, ich besitze den in 3D, aber irgendwie habe ich die Kurve noch nicht gekriegt. Also gerade die zweite Hälfte wird dir als Tim Burton Fan, das ist ein Tim Burton Film. Okay. Und du hast Michael Keaton noch nie so evil gesehen wie in dem Film. Ganz fantastisch. Pixar, Tobias Brenner, schönen Gruß aus Tübingen, hat geschrieben Toy Story 3. Natürlich die Szene in der Müllverbrennungsanlage. Ja. Oh ja. Okay, die fand ich selber auch. Ja, und habe ich auch gesehen. Ja, was machen wir jetzt, Buzz? Und er guckt sie nur an und reicht ihr die Hand. Jesse, natürlich in jedem Toy Story ist irgendeine Holzszene. Ja. Meistens mit der Musik von Randy Newman. Das ist ja immer das, was uns immer total überrascht hat, dass wir immer gedacht haben, naja, das können die jetzt nicht mehr toppen. Und dann haben sie machen es doch nochmal. Ja. Und das waren auch Mehrfachnennungen. Natürlich das Ende von Coco. Remember Me. Und Don't. Das ist, also dafür kenne ich dich gut genug. Das darfst du nicht sehen, auf keinen Fall. Und natürlich der Anfang von oben. Der Anfang von oben ist schon wirklich. Da saß ich mit meinem Patensohn, der war damals 12 oder 10 irgendwie, und ich saß da drin und alle Erwachsenen versanken so in ihre Sitze und die Kinder fanden das alles jetzt gar nicht so schlimm. Aber bei den Erwachsenen merkst du gerade, was macht ihr da gerade? Das ist der Anfang des Films. Das ist ja das Witzige und da schließt sich der Kreis zu The Last of Us, weil unser lieber Freund Markus meinte, und da hat er tatsächlich recht, dass die Folge 3, von der wir jetzt so geschwärmt haben, dass das praktisch der Prolog ist von oben, nur mit Zombies und Apokalypse. Okay, sind das alle, die du drauf hast? Da sind noch nicht alle drauf, ich bin auch schon fast fertig. Uwe Meyer aus Richmond, Texas. Hallo. Uwe Meyer aus Richmond, Texas. Hat uns einen Film empfohlen, In the Mood for Love by Wong Kar-wai. Ist vielleicht der schönste, traurigste Film aller Zeiten. Ich kenne ihn nicht, aber danke für die Empfehlung. Ich gebe das jetzt mal so weiter. Genau wie Christoph Schreiber aus Germering uns den Film Made in Abyss, das ist ein Anime, sehr empfohlen hat. So, Andreas Krom hat Folgendes geschrieben. Thorsten, wenn du das mal lesen möchtest, hier oben Andreas Krom. Andreas Krom, mein Cousin, damals zarte 4 Jahre alt, kam tränenüberströmt in die Küche, wo seine Mutter gerade das Mittagessen kochte. Was ist denn los? Ist was Schlimmes passiert? Der Meister Eder hat gerade den Pumuckl rausgeworfen. Weißt du, Papier ist auch nicht umsonst. Ja. Auch das kostet Geld, das läppert sich. Jetzt muss ich nochmal eine kurze, ganz persönliche Geschichte. Ich kam, da war ich noch nicht so lange zusammen mit meiner jetzigen Frau. Krom. Und was heißt jetzige Frau? Mit meiner Frau. Und Schatz, ich habe auch schön groß. Du hast heute zwei solche Dinger drin. Ja, so, das eine ist rausgeschnitten. Ja, so. Ja. Auf jeden Fall kam ich nach Hause und wir waren ein paar Wochen zusammen. Und ich kam nach Hause und sie war total aufgelöst in Tränen.
Und ich so, was ist los? Und die Simpsons liefen und sie weinte und sagte, der Hund ist weggelaufen. Das war die Folge, wo Knecht Ruprecht, ja, wo sie die Operation bezahlen müssen für Knecht Ruprecht. Und alle, Lisa kann sich nur noch schlechtes Schulmaterial leisten, Bart und alle sind total sauer, weil diese Operation so teuer war. Und dann rennt Knecht Ruprecht weg. Und da hat meine Frau geweint. Und ich glaube, es war der Moment, wo ich dachte, ich glaube, die musst du heiraten. Das ist, eine Frau, die bei den Simpsons heult. Sie das ist so, deine Frau ist so ein empathischer Mensch. Auf jeden Fall. Das, ja. Ja, das ist ihre Stärke, aber vielleicht und auch. Und wo wir gerade bei The Last of Us waren, tatsächlich, da wurde uns jetzt auch gefragt, gibt es eine Szene in einem Videospiel, ja, bei denen euch die Tränen kamen? Oh ja, ich, ja, möchte erst, ja, Call of Duty Warzone 1. Kann sein. Na wieso, in Call of Duty gibt es ja schon auch eine Handlung. Also das ist, da kann ja durchaus... Ja, ja, unbedingt. Ja. Also, okay, pass auf, es gibt in Last of Us 2 gibt es eine Szene zum Ende hin, Thorsten wird es wissen. Richtig. Genau. Man muss die Hauptprotagonistin, die Figur, muss man lenken, muss man spielen. Und sie macht etwas, was man als Spieler eigentlich gar nicht machen will. Man möchte eigentlich sagen, Mann, hör doch auf damit. Also man ist wirklich so, man möchte sie zurückhalten, aber es geht ja nicht. Du musst ja das Spiel spielen. Ja. So, und dann, wenn dann der Moment kommt, wo sie wirklich, und das ist ein kleiner Moment, wo sie wirklich loslässt von dieser Wahnsinnsidee, die sie da durchziehen will. Da bin ich jedes Mal, packt mich das so sehr. Und das ist Erzählkunst at its best. Und ist das der Grund, warum The Last of Us das beste Spiel aller Zeiten ist? Es ist Last of Us. Für mich, Last of Us 2 sind zusammen für mich das beste Spiel aller Zeiten. Absolut. Dann haben wir's, dann habt ihr das jetzt offiziell von uns. Meine Filme. Moment. Mich hat ja keiner gefragt. Dich doch? Nein, es geht ums Videospiel jetzt. Nein, aber ich will über die Filme. Okay, gut. Dann bitte. Ihr habt euch wirklich... Ihr habt euch hier ausgetobt. Ich hab hier noch Thorsten stehen und hab hier noch ein paar Filme. Aber ja, bitte, bitte, dann gib. Okay, pass auf. Das letzte Abendmahl aus Sleepers, Barry Levinson, wo alle nochmal zusammensitzen. Sleepers mit Robert Hast Sleepers. Du nie gesehen, ja, oder? Sleepers doch. Über Missbrauch. Oder? Ja, ja, ja. Ein Jason Patrick. Jason Patrick, Brad Pitt und De Niro spielt mit. Habe ich nicht mehr so am Zettel, aber war traurig. Ja. Absolut. Der Daumen hoch aus Terminator 2 am Ende. Uninteressant. Uninteressant. Der Schluss von Big Fish. Ja, das taucht auch oft auf. Ja. Big Fish, naja, zweimal. Für mich sehr, sehr traurig. Ja. Sehr traurig. Ja. Aber nicht das traurigste Tim Burton-Ende für mich. Das war wahrscheinlich, darf ich raten? Ja. Edward mit den Scherenhänden? Ja. Ja. Das ist mein. Also ich habe zwei Filme. Ja. Zwei Filme und Edward mit den Scherenhänden, wo Winona Ryder im Schaukelstuhl sitzt. Oh. Draußen ist es kalt. Hör auf. Oh. Und Edward schneidet zu der Musik von Danny Elfman. Auch gegen jede klimatische Empfehlung im Winter. Das ist jetzt auch egal. Jedenfalls macht er diese Schneefiguren. Er macht den Schnee. Er macht den Schnee und ist da und ist wieder einsam. Da muss ich jedes Mal heulen. Ja. Der andere Film ist halt Schlaflos in Seattle. Ah, ja. Ist das, wenn seine tote Frau neben ihm sitzt auf einmal auf dem Sofa? Ja, es ist vor allen Dingen so, dass er im Radio, sein Sohn ruft immer nachts im Radio an und es ist aber im Prinzip alles. Es ist diese leicht irrlichternde Figur von Tom Hanks und es gibt diese puppenlustige Szene darin, wie den Freunden klar wird, dass sie immer heulen müssen bei die Kanonen von Navarone. Das ist auch puppenlustig mit Telly Savalas und das ist, da muss ich schon ziemlich häufig lachen, aber es ist genau der Film, der mich an mehreren Stellen kalt erwischt und bei Edward mit den Scherenhänden ist es extrem der Schluss, wo die leicht künstliche Bildsprache von Tim Burton und die Idee, dass er den Schnee erzeugt und nicht altert und sie da sitzt und uralt ist und die brillante Musik von Danny Elfman. Das kommt dann die so ergeben, zusammen. Sie ergeben ist eine Creme, die sich über mein Gemüt legt. Sehr schön beschrieben. So, jetzt habe ich noch zwei. Das Ende von Leon der Profi, wo sie die Pflanze einpflanzt. Das ist, dann setzt ein Shape of My Heart von Sting. Einer meiner Lieblingssongs. Und jetzt, Achtung, der Tod von John Coffey in The Green Mile. Ja, das war auch, das war ja auch komplett scheiße. Mit Ansage und Ruhe und langsam und ich möchte nicht, nimm die Tüte weg, das Tuch weg, ich möchte im Dunkeln nicht. Das war eine harte Nummer. Der Film war sowieso, also. Das war genial. Die Serie. Die Serie?
Das war eine Serie. Mhm. Also Stephen King hat das rausgebracht als Fortsetzungsroman. Stimmt. Aber wir reden jetzt von... Ach so. The Green Mile ist ein ultralanger Film. Ja, genau. Das ist im Original The Green Mile und war ein Fortsetzungsroman. Der hat jede Woche 6,90 Mark gekostet, als der ich weiß oder jeden Monat. Ich habe noch ein paar davon. Und ich habe da alle noch von und hatte damals nicht viel Geld. Ich war Promoter für E+, habe alles mit dem Zug gemacht und habe mir diese 6 Mark immer abgespart, weil ich wusste, ich fahre irgendwie nach Leverkusen und promote dann im Elektronikladen und da kann ich auf dem Weg dahin das Buch lesen, wieder einen Teil. Es ist die traurigste Szene am Ende von einem Stephen King Roman, oder? Stand by Me. Stand by Me auch. Ja, Stand by Me ist aber eher versöhnlich. Ja, aber es hat natürlich durch den Tod von River Phoenix, die Endszene ist natürlich unglaublich aufgeladen emotional. Ja, das stimmt. Weil die Figur ja dann auch, das erfahren wir durch das Voice-Over, auch stirbt und deswegen war das super. Alte Männer am Wasser gebaut. Um den Dreh noch zu kriegen, wer hatte seinen ersten großen Auftritt in The Green Mile als Bösewicht? Sam Rockwell. Ganz großartig. So, das war, danke, dass ihr unsere Therapiestunde hier mit durchgehalten habt. So, der Gewinner oder die Gewinnerin der Mystery Box. Ich ziehe heute doppelt sorgfältig. Ich habe jemanden gezogen. Das ist René aus München. René aus, was soll das? Da melden sich jetzt wieder 8 Leute. Der Podcast hat milliardenfach geguckt. René aus München. Das nächste Mal gerne auch mit Nachnamen. Wenn ihr uns schreibt, bitte. Dafür brauchen wir den Ort nicht. Ist egal, genau. Ja. Einfach René, irgendein René. Wir finden dich. Wenn euch das zu lange vorkommt, dass ihr nichts von uns hört, Mystery-Box-mäßig, dann ist das A, Desinteresse oder zweitens mal, weil wir euch einfach nicht fucking finden konnten. Also bitte dann einfach bei uns melden. Wir haben uns zur Regel gemacht, wir googeln das eine Minute danach. Und dann geht es an uns zurück, sozusagen. Genau. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, die uns folgende Frage beantwortet. Wir haben ja beim letzten Mal über The Offer gesprochen auf Paramount Plus. Ja. Absolut stark. Großartig. Ja, es hat zwischendurch so ein bisschen was von Saturday Night Live, der Al Pacino und der Brando, also so ist ein bisschen karikaturmäßig, aber es ist, du hast vor allen Dingen richtig Bock, der Pate danach nochmal zu sehen. Ja. Und Dan Fogler ist Coppola. Definitiv. Ist ganz fantastisch. Super. Also, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, auch Matthew Good als Evans. Das fand ich und vor allem, ich dachte erst, er übertreibt das zu sehr. War so ein leicht suffisanter, charmanter Pisser. So. Durchgeguckt bis zur Oberkante. So. Nicht guckenswert übrigens, super pumped, die Geschichte des Uber-Gründers. Okay. Weil man irgendwie im Kern weiß, er hat die Firma irgendwann verkauft. Mhm. Und er war so ein bisschen, er kam nicht umhin, ein arroganter Egomane zu sein. Das hat der Firma dann und wann geschadet. Und darum geht es in 10 Teilen und da ist ein bisschen... Auch auf Disney Plus, glaube ich, läuft er. Ja. Kann das sein? Okay. Nee, auf Paramount, oder? Auf Paramount. Also, The Offer auf Paramount auf jeden Fall unser Tipp. So, welchen Film, von welchem Making-of eines Filmes wollt ihr so eine Serie sehen wie The Offer? Ja, also. Ah, geil. So, Gary, weißt du, gib mal ein Wort, du hast beim letzten Mal Jaws. Definitiv. Es gibt ja das Theaterstück von dem Sohn von Robert Shaw. Genau. Das ist ja quasi The Shaw is Broken, sozusagen. The Shaw is Broken? The Shark. Ja, Lo squalo infinito. Also weil es gibt ja auch ein tolles Buch, das hast du ja auch gelesen, irgendwie wahrscheinlich mit über die Dreharbeiten. Und da ging es ja auch, heißt ja, aber man darf ja nicht vergessen, Spielberg war damals wie alt? 25? Das ist unglaublich. Mhm. Also, das wäre wirklich. Also, welchen Film mögt ihr so? Und ich möchte. Von dem ihr so. Ich darf nichts mehr sagen. Entschuldigung, Sag doch bitte. Den 89er Batman. Tim Burton drückt sich das erste Mal viel Geld in die Hand. Ja. Keine seiner Entscheidungen stößt irgendwie auf Gegenliebe. Weder vom Kostümdesign, noch vom. Noch ein Uhr mit Bob Kane, noch. Dass der Film so teuer wird, noch, dass es alles im Studio gedreht wird, noch, dass Jack Nicholson sich am Gewinn beteiligen lässt und all diese Dinge und Michael Keaton und wie kommt man, das ist wirklich gerne. Meinst so. Du denn als Burton-Kenner, dass er diese Erfahrung, die er mit Batman 89 gemacht hat, auch ein bisschen in Ed Wood hat einfließen lassen? Hat er sich auch so ein bisschen als Ed Wood
gesehen? Als nee, hat er sich gar nicht identifiziert. Also er persönlich fand seine theaterhafte Herangehensweise an Batman absolut passend. Na, das fand Ed Wood ja auch. Mit festgesteckten. Also, er ist ja ein großer Freund des gar nicht so gut aussehenden Spezialeffekts. Das sagt er ja immer noch, auch wenn er jetzt gute macht. Hat er damals gesagt, er wollte auch bei Beetlejuice, dass die Effekte eher trashig wirken als perfekt fürs Geld. Und das macht diesen Film heute noch können. Die hätten besser aussehen können fürs Geld. Ja. Aber er wollte ein Stop-Motion, das nicht so fließend ist wie zum Beispiel im, ne? Ja. Weißt ja. Ja. Jack Skellington. Und bei Batman sind ihm die Kosten derartig um die Ohren geflogen, natürlich. Ja. Das war für so einen jungen Typen, war das echt knifflig. Aber es hat doch niemand geglaubt, dass der Film Hering vom Rost zieht. Weil du das Internet nicht hattest als Indikator oder als Thermometer. Aber der Hype war schon da. Und dann der Hype, das war der erste. Das ist wirklich eine interessante. Das war nach Star Wars ein noch brutalerer Hype für mich gefühlt. Weil auf allem die Fledermaus klebt. Überall. Ja. Aber das Interessante war wirklich, ich war zu der Zeit in New York und ich habe das Batman-Zeichner über den Times Square gesehen, habe da auch noch Fotos von gemacht. Aber das Interessante war, als er dann in Deutschland lief, hast du davon nichts gesehen. In Deutschland war das absolut. Ich kann mich noch an die. In Deutschland hatten wir einen Mega-Hype. Ehrlich? Also davon habe ich nichts. Ich kann mich noch an die Original-Converse. Ja. Okay, ich kann mich noch an die Batman-Kinder-Gesichtswurst erinnern. Es gab alles. Das ist wirklich, es gab so eine Mortadella mit Batman. Auf dem Westen Hellweg hat einen Laden aufgemacht, eine Disco, zwar nur für ein halbes Jahr. Die nannte sich Batman Cave. Also nicht Batcave, sag doch Batcave, sag nicht Batman Cave. Ihr habt mit Recht zugemacht. Auch komplett ohne Lizenz und gar nichts. Weiß ich nicht, aber ich bin später hingegangen, habe da ein bisschen Merch abgegriffen. Einen großen Aufsteller hier und da und tralala. Ja, und so eine also von welchem Film wollt ihr so eine Serie sehen wie The Offer für The Godfather, der Pate? Also nicht als Dokumentation, sondern wirklich mit Schauspielern richtig. Welcher Film ist für euch so Timothy interessant? Timothy Chalamet spielt Tim Burton, der kriegt die Haare hochtupiert, bisschen. Ja, absolut. Auf jeden Fall, sehr gute Besetzung. So, Michael sehr Keaton gute Besetzung. Muss ich überlegen, weißt du? Und bitte nur einen Film, weil es gab mehrfach Nennungen, das ist unfassbar viel Arbeit. Bitte entscheidet euch für einen Film. Schreibt uns das bitte an post@streterbender-streberg. Der Einsendeschluss ist der, sagen wir wieder, 10. März? 10. März? Sagen wir mal. 10. März 2023. Welchen Film, von welchem Film wollt ihr eine Serie sehen, die das Making of dieses Films behandelt? Thorsten sieht bis zum nächsten Mal Toy Story 4 und Dumbo. Bitte was? Ja. Was ist dir eingefallen? Und zuletzt. Zu guter Letzt. Lieber Thorsten, da ist mit vielen Grüßen aus dem Hause Turbine. Hier, du sollst auch nicht leben wie ein Hund. Thorsten bekommt jetzt, Gary, du musst es sagen, es gibt Leute, die uns Thorsten hören. Thorsten bekommt jetzt feierlich die Super-Hyper-Box von dem Film Frighteners überreicht. The Frighteners. Ich nehme diesen Preis an. Von bitte, Peter Dankeschön. Jackson. Das ist ganz toll. Eine super detaillierte Michael J. Fox. Michael J. Fox, was ist denn da an Special drin? Da ist alles. Hallo? Also, zieh dir das bitte mal rein. Ich sehe da eine Visitenkarte. Hier ist Michael J. Fox. Was sind das denn, Poster? Jetzt zeig das doch da mal. Da ist die Visitenkarte von Michael J. Fox, also von der Figur. Ja. Das ist meine Box. Deine Box. Ja. Jetzt hast du sie endlich. Einen Monat musstest du darben. Darben, schönen Grüßen aus Wuppertal. Nee, Quatsch, Münster. Blödsinn. Wieso Münster? Ach so, wegen Turbine. Turbine. Unsere Freunde Phil und Wolfgang und alle. Ja, vielen Dank. Münster. Dankeschön. The Frighteners geht an Thorsten Streter und die Mystery Box, wie gesagt, an den oder Thorsten. Diejenige, die uns schreibt. Auch nicht an Thorsten Streter. So. Danke. Hamburg. Tschüss. Sind Danke. Wir durch? Bitte schön. Sind wir durch? Okay, dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Nein, ich muss ja, pass auf den einen noch. Ich gucke, was Paramount Plus ja macht, ist, die können sich das ja erlauben, sowas wie die Offer zu machen über einen Film, weil sie ihn auch produziert haben. Ja. Und in Super Pumped benutzen sie dauernd Ausschnitte, kleine Ausschnitte aus Rocky oder aus allen anderen Paramount-Filmen als Metapher. Ah, die haben ja die Rechte. Ja. Was sie nicht machen ist, dass nach Folge 4 Folge 5 kommt. Das ist vollkommen random. Ich gucke also Folge 4, denke mir, alles klar. Die Folge 5 fängt an wie Rocky 3 mit Klabberlang. Mhm. Und ich gucke und gucke und gucke und denke, okay, ich verstehe das als Reminiszenz auf den Kampf gegen Liv. Aber es ist lang. Bis mir klar wurde, dass ich Rocky 3 gucke. Dass sie einfach Rocky, eine Stunde ich so. Das können Sie doch nicht machen. Es war einfach Rocky 3. Ich habe den komplett geguckt, so zur Hälfte. Ich war eher verärgert, ob ich dann geschlossen habe, die andere Staffel weitergeguckt. Das komplette Ding, so ich so.
Ja, das reiht sich total ein mit deiner, als du mit der Sonnenbrille in Ready Player One saß und dann. Boah, ist der Film dunkel. Was ist der Film dunkel? Filme gucken. Beschissen ist 3D. Mit Thorsten Sträter. Ja, es ist immer wieder ein Fest. Für Katzen. Schade. Okay, das war's. Cats. Das war's von uns und schön, dass ihr mit dabei wart. Und, schön, wenn wir mit dabei waren. Ja. Lass die Füße wie ein Reisebus in Harz. Mach mal Druck. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. Muss jetzt kommen. Genau. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Sie und Gary hat auch im Anschluss können Sie noch das Tanzbein schwingen. Tupperware, Töpfe und Matratzen dabei. Ja, hört ihr durch? Wir sind fertig. Ja, fertig. Okay, dann alles Gute, auch beruflich. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Sträter, Bänder und Strehberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch. Das, ja, das Video. Gemacht ja, das ja, ist ein Abspann. Weißt du, man nennt das Abspannvideo. Abspann. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Sind jetzt die Abspanner. Kann man? Da unten. Da. Ja, da genau. Da? Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht. Ja, hast genau. Da hin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also, schön. Falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann. Man sollte das machen. Dann ist man immer man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.